So. Danke sehr. Herzlichen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im politischen Kabarett. Das Programm heißt bis neulich, das ist und bleibt so eine wilde Mischung. Alte und neue Texte. Und wenn Ihr Lieblingstext nicht dabei sein sollte, dann müssen Sie einfach nochmal wiederkommen. Und die Experten kennen sich ja aus. Kabarett, das ist der Ort, an dem man sich die Kritik am eigenen Lebenswandel genauso folgenlos um die Ohren schlagen lässt wie in der Kirche. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Griechen. Das wäre jetzt christlich, oder? Das Geld den Armen geben. Zum Glück nimmt man seine Religion ja nicht ernst, sonst wäre man ja auch Moslem. Das Geld den Armen geben, einer der größten Poeten aller Zeiten, da sind die Kollegen seit 2000 Jahren mit auf Tournee, auch im Kreis Limburg. Kabarett ist eine Art moderner Ablasshandel. Das schlechte linke Gewissen aus dem Feuer springt, wenn das Geld in der Kleinkunstkasse klingt. Und deshalb sollten Sie auch die Kabarett-Eintrittskarte immer gut aufheben, wenn dann irgendwann einmal, nach dem Zusammenbruch des Kapitalismus, wenn dann jemand zu Ihnen kommt und sagt, na, was hatten Sie eigentlich für eine Funktion in dem Schweinesystem? Hä? Ich meine das Ausbeutesystem, in dem wir leben. Ganz offensichtlich, oder? Das Jobwunder Deutschland, wo findet das statt? Im Niedriglohnsektor. Noch nie hatten so viele Menschen Arbeit wie im Augenblick, das stimmt. Und noch nie konnten so viele Menschen vor der Arbeit, die sie haben, gar nicht leben. Ich habe immer gesagt, beschäftigen kann ich mich selber. Eine Million Deutsche arbeiten inzwischen dauerhaft für Leiharbeitsfirmen. Die haben gar keinen Arbeitgeber mehr, die haben einen Zuhälter. Oder kennen Sie Aufstocker? Das sind die, die für ein paar Euro die Stunde ein paar Stunden Arbeit die Woche haben. Und wenn Sie nur 4 oder 5 Stunden Arbeit haben in der Woche, dann sind Sie nicht arbeitslos. Dann sind Sie nicht in der Statistik. Sie haben keine 35-Stunden-Woche, Sie haben nicht mal eine 35-Euro-Woche, aber Sie haben Arbeit. Und wenn Sie 35 Euro in der Woche verdienen, kriegen Sie den Rest aufgestockt auf Hartz-IV-Niveau vom Arbeitsamt. Aufstocker. 1,4 Millionen Deutsche arbeiten als Aufstocker. Und wenn dann irgendwann jemand kommt und sagt, was hatten Sie für eine Funktion in dem Schweinesystem? Na, was denn? Dann sagen Sie halt, Moment. Da holen Sie den großen Karton mit den Kabarett-Eintrittskarten raus. Dann sagen Sie, hier, Freundchen, ich war im Widerstand. Das Interessante ist, die Menschen, die hier verarscht werden, die wehren sich nicht. In ganz Europa sind die Menschen zum Teil wütend auf der Straße und demonstrieren und in Deutschland ist Ruhe. Ich glaube, die Verarschten hier sind schon einen Schritt weiter. Die haben schon begriffen, das hilft alles nichts mehr, in diesem Wirtschaftssystem noch zu demonstrieren. Die gehen noch nicht mehr wählen. Ein Drittel der Bevölkerung geht nicht mehr wählen. Warum auch? Warum sollen Hartz-IV-Empfänger wählen gehen? Fragen Sie mal, was ihm lieber ist. Schwarz-Rot, Schwarz-Grün, Schwarz-Gelb, Rot-Grün, Rot-Gelb. Da sagt er, wollen Sie mir Scheiße in verschiedenen Geschmacksrichtungen anbieten? Wer hat denn Hartz-IV gemacht? Das war doch nicht die FDP. Rot-Grün hat Hartz-IV gemacht. Rot-Grün hat damals den Reichen die Steuern gesenkt. Um 10% ist die Einkommensteuer gesenkt worden. Rot-Grün hat die Firmenverkäufe steuerfrei gestellt, die Hedgefonds ins Land geholt. Und als der Staat fast pleite gegangen wäre, da haben die nicht die Steuern wieder erhöht, sondern haben Hartz-IV eingeführt, um den Staat wieder zu sanieren. Rot-Grün hat bewiesen, um die ganze neoliberalen Schweinereien zu machen, da braucht man die FDP überhaupt nicht. Und das haben die Wähler auch begriffen. Jetzt ist die FDP nicht mal mehr im Bundestag. Wobei, das war schon eine Sensation, oder? Ich habe es bis zuletzt nicht glauben wollen. Ich muss auch sagen, ich war geschockt, also, dass das überhaupt erlaubt ist, im Bundestag ohne FDP. Am Wahlabend, ich habe schon die ein oder andere Träne verdrückt, da stehe ich auch zu. Dass ich das noch erleben durfte. Aber diese Bundestagswahl war dann eine Katastrophe. Ein Drittel ist gar nicht mehr wählen gegangen. Ein weiteres Drittel hat eine Woche vor der Wahl angegeben, sie wüssten noch nicht, was sie wählen würden. Da konnten sie in der Fußgängerzone mit einer Knarre rumlaufen. Was willst du? Merkel oder Steinbrück? Viele haben gesagt, ach, drück ab. Und seit der Wahl wissen wir nur endgültig, ohne Angela Merkel geht es nicht. An Angela Merkel führt kein Weg vorbei in diesem Land, politisch gesehen. Das ist,
Da muss man auch konsequent sein, finde ich. Man muss auch mal eine Konsequenz ziehen. Ich schlage offiziell vor, solange diese Frau lebt, sollen wir das mit dem Wählen einfach schenken. Ja, ich finde, Angela Merkel soll alle 4 Jahre sagen, mit wem sie zusammen regieren möchte. Wir wählen doch sowieso so, dass sie sich den Koalitionspartner aussuchen kann. Da können wir uns doch den Wahlkampf schenken. Das ist eine Beleidigung für jeden, der bis 3 zählen kann. Die Merkel ist einfach unschlagbar. Das ist der FC Bayern München der deutschen Politik. Nur ohne Pep halt. Aber einen super Trick, den beherrscht sie, und da fallen alle immer wieder drauf rein. Wenn alle vor der Merkel stehen, schimpfen, toben, sauer sind und auf sie einreden, dann dreht die Merkel sie einfach um und sagt, die stehen hinter mir. Wie oft der François Hollande schon hinter der Merkel gestanden hat, ohne zu wissen, wie er da hingekommen ist. Die Merkel agiert wie ein geschickter Magier. Ein Magier, der lenkt sie ja mit seinem Gequatsche von dem ab, was er mit seinen Händen macht. Und die Merkel lenkt sie mit ihren Händen von ihrem Gequatsche ab. Und den Rest der Ablenkung besorgen dann die Medien selber. Unsere Medien sind dazu da, uns zu beschäftigen. Nicht uns aufzuklären und zu informieren, sondern wir müssen beschäftigt werden, weil der Deutsche regt sich sehr gerne auf, das liegt in seiner Natur, und das muss aber gesteuert werden. Damit wir uns nicht über Dinge aufregen, die wirklich systemverändernd sein könnten, da müssen uns Skandale präsentiert werden. Und da gibt es eine ganze Palette, die werden immer wieder abgerufen und auch wahrscheinlich irgendwo entwickelt, die Skandale. Zum Beispiel, eigentlich ist ja jetzt gerade noch fast Grippesaison, aber dieses Jahr haben sie sich auf kein Tier einigen können. Wie oft sind wir schon von Pandemien dahingerafft worden? Was ist aus der Vogelgrippe geworden? Fragen Sie mich nicht, fragen Sie die Schweine. Und dass die Grippesaison dieses Jahr quasi ins Wasser gefallen ist, das war dann das Pech vom ADAC. Da waren die gelben Engel plötzlich die Ersatzschweine. Das war so ein Skandal ganz nach dem Geschmack von Angela Merkel. Sie sehen, sowas lieben unsere Politiker. Ein Skandal, wo alle mitreden können, wo sie alle aufregen können. Der Stammtisch kocht über und es geht um nichts. Es geht um überhaupt nichts. 19 Millionen ADAC-Mitglieder, die wollen nur eins, Pannenhilfe im Ernstfall. Ob davon 34.000 oder 3.400 ihr Lieblingsauto aussuchen. Das ist der berühmte Sack Reis in China. Die haben da beim ADAC Statistiken gefälscht. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Das sind die Themen, mit denen wir abgelenkt werden. Skandale, Skandale, Lebensmittelskandale werden immer wieder gerne genommen. Da kann der Deutsche sich immer aufs Neue wieder aufregen. Man kann nichts mehr essen. Mit vollem Mund wird da rumgejammert. Letztes Jahr war es ganz schlimm. Erst die Bio-Eier von Hühnern, die gar kein Bio-Fleisch zu fressen gekriegt hatten. Dann der Jahrhundertskandal, Sie erinnern sich im letzten Jahr, der Skandal überhaupt, Pferdefleisch in der Lasagne. Da war der Deutsche außer sich. Also da muss man auch mal sagen, der Deutsche ist geduldig. Er hat kein Problem damit, wenn einer seine Telefongespräche abhört. Es ist ihm egal, ob seine E-Mails mitgelesen werden, aber Pferdefleisch in diesem urdeutschen Gericht Lasagne, da ist Schluss mit lustig. Da ist auch mal eine Grenze erreicht. Ich sag Ihnen, wenn da die Amis hintergesteckt hätten, da wären wir einmarschiert. Da wäre alles vorbei gewesen. Ich habe mich mal wieder gefragt, wieso ist für 1,99 in der Lasagne überhaupt noch Fleisch drin? Vor 2 Jahren war Dioxid im Schweinefleisch. Können Sie sich daran erinnern? Ja, da haben die zugegeben, dass sie die Schweine mit Klärschlamm mästen. Ich habe mich gefragt, warum machen die sich die Mühe, den Schlamm erst noch in die Schweine reinzupressen? Also in die Vierbeinigen. Das kann man doch heute mit Aromaverstärkern aufbereiten, sicher auch. Da gibt es bestimmt was von Dr. Oetker. Mit den lebenswichtigen Vitaminen B, S und F. Unter der Marke Klofrost könnte man alles wunderbar auf den Markt bringen. Und noch ein Skandal und noch ein Skandal. Und wenn nichts mehr hilft, dann müssen Sie auch mal darauf achten. Wenn wir wirklich abgelenkt werden müssen, weil es ganz schlimm ist, dann kommen Sie mit den Migranten. Das zieht auch immer. Weil da hat der Deutsche ein Thema, da haken alle Deutschen unter. Da hat auch der Hartz-IV-Empfänger was, auf das er runtergucken kann. Die Migranten sind schuld. Einer muss in Deutschland immer schuld sein. Das ist eine alte Tradition. Und Juden sind nicht mehr genug da.
Und dann, vor 2 Jahren, Anfang Mai, durften die Polen plötzlich europaweit frei ihren Arbeitsplatz wählen. Die Übergangsfrist war abgelaufen und dann dieser Artikel im März in den Zeitungen. Oh, jetzt kommen die Polen. Millionen von Polen standen Hufe scharrend an der Grenze, um uns hier zu überrennen. Aber die meisten sind wohl durchgelaufen. Es ist nicht viel passiert. Jetzt, dieses Frühjahr, waren es dann die Rumänen, die Bulgaren, schon wieder, sind sie auch in den Haufen gelaufen worden. Wahnsinn! Und die CSU war außer sich. Man hat sofort gesagt, wer betrügt, der fliegt. Aber kein Land der Welt will die CSU aufnehmen. Dann lese ich, dass 25% der Rumänen, die kommen, einen akademischen Abschluss haben. Und schon begreife ich die Ängste der CSU. Da kommen jetzt Leute mit einem richtigen Doktortitel, das wird eng. Die Migranten, die Migranten. 20% der Menschen, die in diesem Land leben, arbeiten und im Gegensatz zu Uli Hoeneß und Ali Schwarzer ihre Steuern zahlen, kommen ursprünglich von woanders her. Und mit den meisten funktioniert das wunderbar. Wir müssen dankbar sein, dass die hier sind. Und ja, ein kleiner Teil der Migranten macht Probleme. Da haben Sie völlig recht. Das darf man auch laut sagen. Das ist kein Tabuthema, Herr Sarrazin. Der hat da ja das große Buch mit gemacht. Ne? Deutschland schafft sich ab, die Migranten sind schuld. In dessen Augen sind ja alles die Migranten schuld. Der hat ja noch ein Buch danach geschrieben über die Eurokrise. Haben sich viele mitbekommen. Ne? Das Buch ist aber auch interessant, weil die Eurokrise, das sind laut Sarrazin auch die Migranten schuld. Ja, diesmal die, die in ihren Ländern geblieben sind. Ja, einem echten Deutschen wie dem Sarrazin macht der Ausländer nichts vor, aber kommt oder bleibt. Ne? Herr Sarrazin sagt ganz klar, nicht, das Problem in Griechenland ist das gleiche wie in Berlin-Neukölln, zu wenig richtige Deutsche. Wenn es überall nur richtige Deutsche gibt, dann würde ordentlich gewirtschaftet, da gäbe es diese ganzen Probleme nicht. Ein deutscher Kapitän wäre mit dieser Costa Cordalis niemals untergegangen. Es gibt einfach viel zu wenig richtige Deutsche, auch wir hätten diesen blöden Krieg nicht verlieren dürfen. Nein, es ist kein Tabuthema, dass Migranten Probleme machen. Das sagen auch die Migranten, dass ein kleiner Teil der Migranten Probleme macht. Aber ein nicht gerade kleiner Teil der Nicht-Migranten macht auch Probleme. Was reden Sie? Was reden Sie von Integration? Glauben Sie, man kann diese Neonazi-Glatzköpfe in dieses Land noch integrieren? Da wäre man doch froh, wenn die ein Kopftuch tragen würden. Aber dann wären es Bandidos, oder wie heißen die? Aber Kopftuch, das ist auch so ein Thema, wo der Deutsche sich aufregen kann. Kopftuch, da kann man immer wieder, oh, die Frauen werden unterdrückt durch das Kopftuch. Und das kann ja der konservative Politiker überhaupt nicht ertragen, wenn Frauen unterdrückt werden. Da will er sich vom Kopftuch befreien, der Brüderle hätte es am liebsten von der Bluse befreien. Ja. Je befreiter die Frau ist, desto besser ist er für alle. Ja, da tragen da welche ein Kopftuch. Muss mich das ernsthaft interessieren? Hallo, wir haben Religionsfreiheit, oder? Ich fände das auch schöner, wenn wir religionsfrei wären. Aber... wir haben Religionsfreiheit. Das heißt, jeder kann jeden Quatsch glauben, den er für richtig hält. Und Religion ist immer ein bisschen komisch. Ist dir das noch gar nicht aufgefallen? Ich bin katholisch großgezogen worden. Ich habe als Kind Dinge beichten müssen, die ich nie getan hatte. Haben Sie als Neunjähriger gewusst, was unkeusche Gedanken sind? Da war man doch froh, dass einem der Kaplan so gut weiterhelfen konnte. Auf sowas wächst man doch irgendwann raus, dann entwickelt man eigene Wertvorstellungen. Heute sage ich mir, Religion ist was für Leute, die den Alkohol nicht vertragen. Es gibt katholische Akademiker, die halten Vorträge darüber, dass man Homosexualität mit Globuli heilen könne. Ja, natürlich müsste man die eigentlich einschläfern, aber man tut es nicht. Man erträgt das dumme Geschwätz. Das ist nämlich Toleranz. Tolerare heißt ertragen, aushalten. Das hat mit Tollfind überhaupt nichts zu tun.
Es gibt Arschlöcher, die behaupten, dass sie an Gott glauben, und es gibt Arschlöcher, die behaupten, dass sie an Allah glauben. Das hat auch mit Religion nichts zu tun. Ein Arschloch ist ein Arschloch. Fertig aus. Aber der Islam bedroht Deutschland. Ja, ja. Wer hat denn hier auf offener Straße in den letzten 20 Jahren über 100 Menschen erschlagen? Islamisten oder Neonazis? Kommen Sie da spontan drauf oder arbeiten Sie beim Verfassungsschutz? Wir haben ein Problem, aber das ist doch nicht der Islam. Wir haben zu wenig Lehrer. Das ist echt ein Problem. 10% der Schulstunden fallen aus. Nach offiziellen Angaben fällt für jedes Kind im Laufe seiner Schullaufbahn ein ganzes Schuljahr aus. Und da sind die Vertretungsstunden noch gar nicht mit drin. Vertretungsstunden, das sind die Stunden, wo Lehrer vor Klassen stehen, die ihnen genauso unbekannt sind wie das Fach, das sie unterrichten sollen. Wir haben zu wenig Krankenschwestern. Wissen Sie eigentlich, was inzwischen in den Krankenhäusern los ist, was da rationalisiert wird? Reden Sie mal mit Menschen, die da arbeiten, da kommt Ihnen das Gruseln. Wir haben zu wenig Altenpfleger, wir haben zu wenig Polizisten und zu wenig Feuerwehrleute. Es brennt an allen Ecken der Gesellschaft und wir diskutieren über Maut für Ausland und über Kopftuch. Wo bin ich hier? Aber genau das ist das, was die Medien machen. Genau da wollen sie uns haben. Nicht über die zentralen Themen diskutieren. Versuchen Sie mal einen Artikel über die Zustände in Altersheimen unterzubringen in der Zeitung. Da sagen die, ach komm, da haben wir schon mal berichtet und mit Altersheimen können Sie auch beschäftigen, wenn Sie da liegen, haben Sie noch Zeit genug dafür. Wenn Sie aber verkünden, dass Sie morgen hier auf dem größten Platz der Stadt öffentlich den Koran verbrennen, da rücken die mit 20 Kamerateams an. Da haben Sie die volle Aufmerksamkeit. Da spürt der Journalist eine Informationspflicht, wenn einer den Koran verbrennen will. Können Sie sich noch erinnern an Terry Jones, diesen amerikanischen Prediger? Dieser Mann lebt in den USA in einem Kaff, das ist so klein, das kennen nicht mal die Amerikaner mit Namen. Er hat eine Gemeinde von 50 Vollpfosten um sich geschart. Von dem hätte kein Mensch jemals Notiz genommen, wäre denn hier auf die Idee gekommen, öffentlich den Koran zu verbrennen. Sofort hatte der weltweite Aufmerksamkeit. Der ist von morgens bis abends interviewt worden, nur auf die Ankündigung hin, den Koran zu verbrennen. CNN, die ganze Welt war von mir. Meine Tagesschau hat jeden Abend 13 Minuten Zeit, um über das Wichtigste aus aller Welt zu berichten. Die haben damals eine ganze Woche lang jeden Abend 2 Minuten lang darüber berichtet, dass sich ein Wichser in einem Kaff in den USA einen runterholen wollte. So was nennen die heute Journalismus. Ich habe noch gelernt, wenn einer wichst, da gucke ich weg. Die machen dann Brennpunkt raus. Und dann steht meine Programmierung für den Krimi wieder nicht. Terry Jones, ein klassischer Fall für die Geheimdienste wäre das gewesen, um sowas mal geheim zu halten. Der CIA hat schon so viele falsche Leute entführt, die etwas gut machen können. Ich hätte dem Mann noch nichts getan. Ich hätte Terry Jones eingepackt, samt Feuerzeug, Benzinkanister und Koran und hätte den Kabul auf dem Marktplatz wieder rausgelassen. Und da hätte ich gesagt, so Referent dicke Lippe, hier ist Ihre Zielgruppe, der Herr sei mit Ihnen, top, die Wette gilt. Es gibt in jedem Dorf einen Trottel. Es gibt in jeder Familie einen Vollidiot, mit dem keiner was zu tun haben will. Und jeder von ihnen denkt im Augenblick an jemand ganz Bestimmtes. Das Ehepaar hier vorne diskutiert noch. Aber die will ich doch nicht in der Tagesschau sehen. Aber das ist das, was die Medien machen. Die spielen Spiele mit uns. Die benutzen Themen. Arabischer Frühling, ein wunderbares Beispiel. Er ist alle ganz begeistert. Arabischer Frühling, schaut es euch an. Die Araber haben begriffen, Demokratie ist die einzige wahre Lebensform. Sie werfen die Fesseln ab, diese wunderbaren Bilder. Sie jagen die Diktatoren ins Meer. Als die ersten hinterher sprangen, um zu uns rüber zu schwimmen, ließ die Begeisterung schon wieder nach. Ja, wir Deutschen sind die Ersten, die wissen, wie schön das ist, wenn Mauern fallen. Aber wir haben ja auch erlebt, wer da alles über die Trümmer geklettert kommt. Seitdem können wir die Hilfsverben auseinanderhalten. Die Menschen sollen reisen dürfen, nicht können.
Die Begeisterung über den arabischen Frühling ließ sehr schnell nach. Die waren da alle befreit und sind gleich zum Christentum übergetreten. Das sind Moslems, die blieben, das hat überhaupt keiner verstanden. Und dann kamen die ersten freien Wahlen, in Tunesien waren, glaube ich, die ersten, und da wählen die mehrheitlich muslimische Parteien. Moslems, die muslimische Partei, da waren unsere Zeitungen völlig ratlos. Da konnten sie Schlagzeilen lesen, sind die überhaupt reif für Demokratie? Natürlich nicht, genauso wenig wie die Menschen in Bayern. Was hat das mit Demokratie zu tun, wenn Sie eine Partei wählen, die Sie für die richtige halten? Demokratie ist, wenn Sie das wählen, was die Frankfurter Allgemeine Zeitung für richtig hält. Das ist Demokratie. Das muss man doch unterscheiden können. Wir sind doch die Guten. Wir wissen doch, was Demokratie ist und was nicht. Ägypten, das war doch so ein schönes Urlaubsland, da waren alle begeistert. Jetzt werden ja die koptischen Christen gejagt. Das hätte es doch unter Adolf, unter Mubarak überhaupt nicht gegeben. Da lässt man diese Ägypter frei wählen. Da wählen sie einen Herrn Mursi als Präsidenten, einen Islamisten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ein Islamist. Das ist ja im Grunde ein Terrorist, der bis jetzt nur zu feige war. Der Mursi wird demokratisch gewählt und macht ein paar Gesetze, die den Leuten nicht gefallen. Da habe ich noch gedacht, naja, das ist mir ja auch schon passiert. Aber sogar Leute, die den Mursi gewählt hatten, waren ganz enttäuscht. Und ich sage noch, Jungs, willkommen in der Demokratie. Aber dann stellt sich raus, hören Sie mal, die Demokratie in Ägypten ist viel weiter entwickelt als unsere. Ja, wenn Sie sich in Ägypten bei der Wahl vertan haben, da brauchen Sie nicht 4 Jahre warten, um den Irrtum zu korrigieren. Nee, da rufen Sie einfach bei der Armee an. Also können Sie den Mann mal verhaften, das geht hier so nicht weiter. Stellen Sie mal vor, wir können die Bundeswehr anrufen und sagen, können Sie die Merkel mal verhaften, das hat ja alles keinen Zweck mehr hier. Die von der Leyen wird sofort rufen, ja gerne, wo soll ich sie hinhängen? Das ist ja, und an der bleibt nichts hängen. Ne? Merkel hat einen ganz eigenen Stil entwickelt, muss man ja auch mal lassen. Ne? Wenn einer was sagt, was ihr nicht passt, dann sagt die nicht, das ist doof, das sehe ich anders oder wie kommt ihr da drauf? Dann sagt die Merkel so einen Satz wie, das ist nicht mein Duktus. Da kann der andere nicht mal sauer sein. Ja, sie können ja nicht auf einen Menschen sauer sein, der einen Duktus hat. Am Ende ist das noch so eine Frauensache, da haben sie richtig die Arschkappe. Der Duktus der Kanzlerin ist teilweise atemberaubend. Am Tag nach der Atomkatastrophe in Fukushima saß die Frau auf der Pressekonferenz und sagte wörtlich, man kann in einem solchen Tag nicht sagen, dass die Kernkraftwerke sicher sind. Sie sind sicher? So einen Satz hätte der Steinbrück gar nicht überlebt. Es gibt nur 2 Menschen in diesem Land, die sich in einem demselben Satz selbst widersprechen dürfen. Das sind Merkel und Beckenbauer. Das sind Idole, die dürfen sowas. Herr Beckenbauer ist ja der weltweit erste anerkannte Hirnprothesenträger. Der Mann, für den das Sprichwort, was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben, erfunden worden ist, einer der größten Dummschwätzer, der je vor einen Ball treten durfte. Die Zitate sind endlos. Aber hier, das Neueste aus, zur WM in Katar. Haben Sie das verfolgt? Sie kennen die WM in Katar, die Wüsten-WM. Und da sind die Berichte jetzt, dass sie da die Stadien mit Sklaven bauen lassen. Und schon 160 Tote, unmenschliche Bedingungen und Sklaven bauen die Stadien da. Und da hat der Beckenbauer gesagt, das wäre alles Quatsch. Die Leute hätten keine Ahnung, wovon sie reden. Er wäre da mehrfach in Katar gewesen. Er hätte da nie einen einzigen Sklaven gesehen. Die Leute würden da alle frei rumlaufen. Ja, für den richtigen Kaiser ist ein Sklave ohne Kugel am Bein. Das ist überhaupt kein Sklave. Aber das ist so das intellektuelle Niveau, wo der Deutsche gerne so aufschaut. Der Franz. Der ist beliebt, genau wie die Merkel. Seit Ewigkeit, seit 8 oder 9 Jahren, in jeder Umfrage finden 70% die Merkel gut. Ne? Sei denn, die ADAC steckt dahinter. Das ist natürlich. Es gab eine legendäre Umfrage, da fanden 70% die Regierung beschissen und 70% fanden die Merkel gut. In derselben Umfrage. Das waren auch dieselben 70%, da gehe ich schwer von aus. Ja, die bringen die Merkel mit der Regierung gar nicht in Verbindung. Der Deutsche kann das trennen.
Der Deutsche wird später sagen, wenn das die Merkel gewusst hätte. Und die weiß das auch nicht alles. Nee, die kann das nicht alles wissen, das wird dir ein anderes Gesicht machen. Das ist doch keine Schauspielerin. Nee, die erzählen ja einfach nicht alles. Das ist genau wie mit Honecker früher. Da haben die auch immer eine Straße renoviert, haben den Honecker da durchgefahren und haben gesagt, sieht überall so aus, brauchst du nicht überall gucken gehen. Der Honecker hat auch bis zum Schluss geglaubt, die DDR wäre kurz davor, die BRD wirtschaftlich zu überholen. So machen die das mit der Merkel auch, die erzählen ja einfach nicht die Wahrheit. Und dann steht die im Bundestag vor 203 Jahren, stand die da bei der Haushaltsdebatte und sagt dann freudestrahlend, Deutschland geht es gut, das ist ein Grund zur Freude. Und in der ganzen Woche davor konnten wir überall lesen, dass sich 25% der Deutschen auf Altersarmut einstellen dürfen. Das waren die offiziellen Zahlen vom Arbeitsministerium. Das haben die der Merkel überhaupt nicht erzählt. Sonst hätte die doch den Satz nicht sagen können. Ich habe dann jeden Abend im Kabarett den Menschen vorgerechnet, dass nicht 25%, sondern 40% von Altersarmut betroffen sein werden. Und schon nach 8 Monaten haben sie das im Arbeitsministerium auch rausgefunden und offiziell verkündet. Ja, ich vermute, sie sind nicht eher an Karten gekommen. Damit wir es hier nicht falsch verstehen, wir reden über die Altersarmut ab 2030. Das heißt, einige im Saal können sich entspannt zurücklehnen. Die Gnade der frühen Geburt, ist auch mal schön. Ja, wer jetzt schon in Rente ist, der hat ja eine Rente. Die Leute sind früher mit bis zu 60% vom letzten Netto in Rente gegangen. Aber die Altersarmut, die auf uns zukommt, verdanken wir einer rot-grünen Rentenreform von 2004. Alle schimpfen, dass sie bis 67 arbeiten müssen. Viel schlimmer ist, das Renteniveau wird jedes Jahr ein Stückchen weiter abgesenkt. Rot-Grün hat beschlossen, dass das Renteniveau abgesenkt wird, bis ab dem Jahr 2030 die Menschen dann nur noch mit 43% vom letzten Netto neu in Rente gehen. Die Rentenformel ist ja so kompliziert gehalten, dass man es selbst nicht nachrechnen kann, das ist ja auch klar. Aber Pi mal Daumen kann man sagen, 43% vom letzten Durchschnittsnetto. Sie können ja jetzt schon mal von Ihrem jetzigen Netto 43% nehmen und mal kurz überschlagen, ob sie dann weiter wohnen können oder sie aufs Essen konzentrieren müssen. Wie hoch die Löhne und die Renten sein werden in 2030, weiß ich nicht. Die Löhne können steigen bis dahin. Aber meine Erfahrung lehrt, wenn die Löhne steigen, steigen die Preise auch. Das heißt, die Kaufkraft bleibt die gleiche. Wir können also auch die Zahlen von heute nehmen, da wissen wir, wovon wir reden. Armut definieren die heute so. Wenn ein Single weniger als 850 Euro im Monat zur Verfügung hat, gilt er als arm. Ab 855 Euro sind sie schon Teil der Mittelschicht. Ich liebe Statistik. Ja, irgendwo muss eine Grenze sein und knapp vorbei ist auch daneben. Hartz IV. Hartz IV ist 399 oder knapp jetzt inzwischen 401 Euro im Monat, bar auf die Hand und dazu dann der Mietzuschuss. Da kommen sie auf etwas über 700 Euro insgesamt. Im Alter bekommen sie nicht Hartz IV. Wenn sie im Alter bedürftig sind, dann bekommen sie etwas, das heißt offiziell bedarfsorientierte Grundsicherung. Kurz GRUSI genannt. Das ist ein bisschen weniger als Hartz IV, weil im Alter isst man nicht mehr so viel. Deshalb bedarfsorientiert. Grundsicherung liegt im Augenblick bei 698 Euro im Monat. Plus, minus 3, 4 Euro von Bundesland zu Bundesland verschieden. So, jetzt nehmen wir mal normales Bruttoeinkommen von heute, 2000 Euro brutto. Da gehen Sie als Single mit 1400 Euro netto nach Hause. Nehmen Sie von den 1.400 Euro mal die 43%, da kommen Sie ja ohne Taschenrechner auf GRUSI. Jetzt muss ich Ihnen nur noch verraten, dass 40% der Deutschen 2.000 Euro brutto oder weniger verdienen. Da wissen Sie, dass 40% sich später auf Altersarmut freuen dürfen. Das habe ich in 20 Sekunden ausgerechnet, mit Informationen, die man in 10 Sekunden googeln kann. Da haben die im Arbeitsministerium damals 8 Monate für gebraucht, um herauszufinden, dass nicht 25%, sondern 40% betroffen sind. Als sie es herausgefunden hatten, stand die Merkel eine Woche später im Bundestag und sagte, ich leite die erfolgreichste Bundesregierung seit... Die haben ja das wieder nicht erzählt. Und wissen Sie, wer damals das Arbeits- und Sozialministerium geleitet hat, wer die Ministerin damals war? Ulla von der Leyen, natürlich. Und wissen Sie, was die zum Thema Altersarmut gesagt hat, wörtlich? Was heißt denn die Altersarmut? Die Leute haben noch die Riester-Rente. Ja, wir haben die Riester-Rente. Ja, was nützt Ihnen das? Rot-Grün hat die Riester-Rente so gemacht, wenn Sie Grundsicherung bekommen, wird die Riester-Rente darauf angerechnet. Ja, da fällt Ihnen direkt das Glas aus der Hand. Ne? Ja. Sie kommen inklusive Ihrer mühsam zusammengesparten Riester-Rente dann auf Grundsicherung. Das ist das rot-grüne Riester-Rentengesetz. Jetzt ist doch die Frage, weiß die von der Leyen das nicht? Dann ist sie doch intellektuell gesehen eine Schwester von Beckenbauer.
Das ist noch die freundliche Unterstellung. Denn die Alternative ist, dass sie es weiß und den Satz trotzdem gesagt hat. Was sie dann ist, das darf ich auf der Bühne gar nicht offen aussprechen. Das müssen sie sich selbst zusammenbasteln. Es kommen die Worte Loch, Dumm und Arsch drin vor. Und sie müssen noch ein S reinfummeln. Da hätte ich gerne einen Untersuchungsausschuss zu, um zu wissen, ob die von der Leyen das gewusst hat oder nicht, meine Damen und Herren. Das wäre mal ein interessantes Thema. Die Riester-Rente ist die größte Volksverarschung, die jemals in diesem Land organisiert worden ist. Und zwar von Rot-Grün. Wir wollen das bitte nicht vergessen. Wer 2000 Euro brutto oder weniger verdient und Riester hat hinterher Grundsicherung, wenn nicht Riester hat auch Grundsicherung. Die Riester alle komplett für den Arsch. Und der Arsch hat auch einen Namen. Walter Riester. Einer der großen Arbeiterverräter, die die SPD hervorgebracht hat. Da gibt es eine ganze Menge von. Walter Riester, der schlecht verfugte Fliesenleger. Die Stiftung Warentest hat relativ schnell nach Einführung der Riester-Rente ausgerechnet, dass alles, was wir an Steuergeld in die Riester-Rente reinblasen, denn damit werden sie ja gelockt, ne, musst du machen, Riester-Rente, kriegst du ein paar hundert Euro Zuschuss im Jahr, musst du mitnehmen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wo der Staat das Geld hernimmt, was er Ihnen da dazu tut? Könnte das aus Ihren Steuergeldern stammen? Also genau wollen Sie das auch nicht wissen. Ne? Der Deutsche kann das trennen. Der Deutsche kennt einen bösen Staat, dem immer alles abnimmt, und einen guten Staat, dem was dazu tut. Und diese beiden Staaten haben nichts miteinander zu tun, meine Damen und Herren. All die Milliarden, die wir jedes Jahr über die Steuergelder in die Riester-Rente reinblasen, kommen überhaupt nicht bei den Sparern an. Dieses Geld versickert komplett in den Taschen der Versicherungsvertreter in Form von Abschlussgebühren und Provisionen und in den Taschen der Versicherungskonzerne. Das ist offiziell durchgerechnet. Die Sendung Monitor hat da schon vor Jahren darüber berichtet. Der Walter Riester, der hat persönlich von der Riester-Rente profitiert. Der hat nämlich Vorträge gehalten über die Riester-Rente. Für ein paar hunderttausend Euro, noch zu seiner Zeit als Minister, ja, da hat man ja was zu tun, ne? Als Minister, wenn man keine Lust mehr hat auf Nasebohren, hält man Vorträge. Sie kennen doch den Kurs für gehobenes Gelaber von SPD-Schwachmaten. 10.000 Euro die Stunde. Steinbrück bei den Banken, Riester bei den Versicherungsgesellschaften. Ja, der hat Vorträge gehalten bei den Versicherungsgesellschaften über die Riester-Rente für 10.000 Euro die Stunde. Was glauben Sie denn, wovon die das bezahlt haben? Von ihren Riester-Rentenbeiträgen. Sie glauben immer noch, sie sparen fürs Alter. Davon machen die Bunga Bunga in Budapest. Riester-Rente ist Vollverarschung, auch für die Leute, die mehr verdienen. Das haben wir Versicherungsmarkt dazu geschickt, diese Informationen. Auch da gibt es anständige Menschen, die sagen, sowas verkaufe ich nicht. Wenn Sie das, was Sie in die Riester-Rente eingezahlt haben, wenn Sie das in 30 Jahren nur das Geld wiederhaben wollen, müssen Sie hinterher 85 Jahre alt werden, mindestens. Denn vererben können Sie die Riester-Rente nicht. Witwen Riester ist nicht. Sie werden 85 oder die anderen haben gewonnen. Haben Sie eine schöne Wette abgeschlossen. Wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, mit 3% Rendite wiederhaben wollen, müssen Sie schon 95 Jahre alt werden. Finde ich ambitioniert. Wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, mit Inflationsausgleich wiederhaben wollen, müssen Sie Hesters mit Nachnamen heißen. Das ist eine riesen Volksverarschung von Rot-Grün organisiert und von denen, die bis heute verteidigt. Die sind bis heute nicht bereit, sich von der Schweinerei zu distanzieren. Im Gegenteil, die rufen immer noch dazu auf, die Leute sollen privat, kapitalgedeckt, Altersvorsorge betreiben. Und selbst wenn der Mindestlohn jetzt kommen sollte, er wird nicht für alle kommen und auch nicht sofort. Aber gehen wir mal davon aus, 8,50 Euro die Stunde, da weiß schon keiner, wie soll man das bezahlen? Ne? Wissen Sie, was das umgekehrt heißt, 8,50 Euro die Stunde für jemanden, der dafür arbeiten geht? Wir reden von 1.000,50 Euro netto im Monat für einen Single. Das ist dann der Mindestlohn. Da weiß man gar nicht, wohin mit der Kohle. Ne? Und wenn einem dann noch jemand empfiehlt, davon noch eine kapitalgedeckte Altersversorgung abzuschließen, meine Damen und Herren, dann muss er für das Wort Arschloch eine Steigerung finden. Ich schlage offiziell Sozialdemokrat vor. Diese Volksverarschung, dass die Zeitungen dafür Werbung machen, das kann ich verstehen. Wer schaltet denn Anzeigen in der Zeitung? Banken und Versicherungsgesellschaften, also die, die von der ganzen Sache profitieren.
Die Zeitungen, die sind doch Teil des Verarschungssystems. Das ist doch nicht Teil der Aufklärung. Genau, sogar die öffentlich-rechtlichen Nachrichten verarschen uns inzwischen von morgens bis abends. Allein diese große Lüge jeden Monat, die Zahl der Arbeitslosen. 3 Millionen Arbeitslose, das haben sie uns so lange eingehämmert, das glauben doch alle. 3 Millionen Arbeitslose, ja wie super. Wir kommen super durch die Krise in Europa. Und da kommt der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, den Namen können Sie auch mal merken. Einer der Stars der Grünen in Baden-Württemberg, Herr Boris Palmer. Und er sagt im Interview, wenn wir die Hartz-IV-Gesetze wieder zurücknehmen, dann haben wir wieder 5 Millionen Arbeitslose wie damals. Die haben wir im Augenblick auch, du Öko-Brüderle. Was ist denn mit den Grünen passiert? Wenn ich den Özdemir reden höre, dann mache ich die Augen zu und höre den Rösler. Die Grünen erzählen mir jetzt wirtschaftspolitisch denselben Schwachsinn, den die FDP mir 20 Jahre lang um die Ohren gehauen hat. Und ich habe begriffen, was die alten Leute meinten, wenn die sagten, das ist dasselbe in Grün. Drei Millionen Arbeitslose, ja, das ist die offizielle Zahl aus der Statistik. Da gibt es aber noch 1 Million Menschen, die arbeitslos ist. Also die ist nicht arbeitslos, die hat keine Stelle. Das ist eben der Unterschied. Die sind in Umschulung und Fortbildung. 1 Million Deutsche ist permanent in Umschulung und Fortbildung. Früher waren die in der Arbeitslosenstatistik mit drin. Jetzt sind die outgesourced. Wir haben 3 Millionen Arbeitslose und 1 Million ohne Arbeit. Wenn Sie über 58 sind und keine Stelle haben, sind Sie auch nicht in der Arbeitslosenstatistik. Dann sind Sie für das Amt noch nicht tot, Sie sind noch nicht in Rente, Sie sind im Schattenreich. Die Menschen, die arbeitslos gemeldet und erfasst sind und krankgeschrieben sind, werden in der Woche, in der sie krankgeschrieben sind, auch noch aus der Arbeitslosenstatistik rausgerechnet. Meine Damen und Herren, wir haben kein Geld, um Lehrer und Krankenschwester zu bezahlen. Wir bezahlen aber Menschen dafür, dass sie jede Woche noch die Kranken aus der Arbeitslosenstatistik rausrechnen. So, Herr Palmer, dann kommen wir jetzt noch zu den Aufstockern. Wollen Sie mir erzählen, dass jemand, der 4 Stunden Arbeit die Woche hat, Arbeit hat? Das sind da Arbeitslose, die umetikettiert sind. Da geht es doch nur um die Kosmetik. 1,4 Millionen Aufstocker sind eigentlich auch arbeitslos. Da haben wir wieder die 5,5 Millionen Arbeitslose. Und dann kommen noch die Leiharbeiter, die dank Rot-Grün dauerhaft Leiharbeiter sind. 1 Million Menschen arbeitet zum Teil für die Hälfte von dem, was ihnen eigentlich zustehen würde, wenn sie fest angestellt wären. Und dann kommen die ganzen tollen neuen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, wo sie mal Werbung machen. Wir haben so viele neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen. Ja, ja, das stimmt. Es gibt 6 Millionen Deutsche, die haben eine volle Stellung, kommen nicht mal auf 10.000 Euro brutto im Jahr. Das sind die im Augenblick für 5, 6 Euro die Stunde arbeiten. 833 Euro brutto im Monat für eine volle Stelle. Da zahlen sie keine Steuern von, dafür ist zu wenig. Aber Sozialversicherungsbeiträge dürfen sie abdrücken. Das ist doch das Tolle, dass das sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze sind. Sie geben noch 20% ab von Ihren 833 Euro für Arbeitslosen, Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung. Ziehen Sie mal 20% von 833 ab. Wir reden von 13 Millionen Menschen, denen wir keine Stelle anbieten können, wo mehr als Hartz IV bei rumkommt. Deutschland geht es gut, das ist ein Grund zur Freude. 25% der erwerbsfähigen Bevölkerung können wir in diesem Land keine Arbeit mehr anbieten, von der man eine Perspektive entwickeln kann, geschweige denn sie eine Familie aufbauen können. Ich leite die erfolgreichste Bundesregierung seit und keiner holt Mutti da raus und sagt, aufwachen, aufwachen. Was? Die hat doch kein politisches Projekt, für das sie steht. Nennen Sie mir ein einziges innerliches Thema, wo die Merkel mal gesagt hat, hier stehe ich und dafür kämpfe ich. Das gibt es nicht. Das nennt man pragmatisch heutzutage. Ja, flexibel. Die könnte jede Varieté als Kontorsionistin auftreten. Das sind diese Leute, die können sich so verbiegen, die können sich selbst am Arsch lecken. Das ist genial. Die war im Gesundheitswesen erst für die Kopfpauschale. Können Sie sich noch erinnern? Auf dem Leipziger Parteitag Kopfpauschale, alles durchgerechnet, das einzige sinnvolle System. Das Wort Kopfpauschale bei der Bevölkerung nicht zu vermitteln, da hat die Merkel nicht gesagt, jetzt hören Sie doch mal zu, das ist so und so, da haben wir uns was bei gedacht. Dann sagt die Merkel, ja, lass mal das sein, dann machen wir was anderes. Ist okay, nee, ist schon gut. Mir nach, ich folge euch. Das ist überhaupt nicht. Hauptschule. Hauptschule ist unverzichtbar, hat sie uns ewig erzählt, dann hat sie die Hauptschule auf dem vorletzten CDU-Parteitag auch abschaffen lassen. Wehrpflicht. Ohne Wehrpflicht gibt es keine Wehrgerechtigkeit. Die Wehrpflicht durfte der Gutenberg da mal kurz abschaffen.
Mindestlohn. Können Sie sich an die Sprüche noch erinnern? Mindestlohn zerstört Arbeitsplätze? Wie viele Jahre? 15 Jahre? 20 Jahre? Hat in jeder Talkshow ein CDU-Mutant gesessen und gesagt, Mindestlohn zerstört Arbeitsplätze. Und jetzt machen Sie Mindestlohn. Ja, ist doch eh alles scheißegal. Geht nur darum, gewählt zu werden. Innerhalb dieses Wirtschaftssystems, solange es keine größeren Schäden für die Reichen anrichtet, ist, da ist die Ideologie frei. Das beste Beispiel für Ihre Wackelhaftigkeit ist doch hier auch die Europapolitik. Die eiserne Lady, dann gucken Sie, ob ich verstanden habe, was die gemacht hat. Als die Krise ausbrach in Griechenland, hat sie gesagt, die kriegen gar kein Geld. Können Sie sich daran erinnern? Wir dürfen überhaupt nicht zahlen, hat sie gesagt. Das steht in den Maastrichter Verträgen. Wir dürfen überhaupt nicht helfen, die kriegen keinen Pfennig. Die müssen alleine klarkommen, jeder für sich. Als es dann zu spät war, da hat sie die Nummer mit dem 10-Milliarden-Kredit abgezogen. Dann haben die europäischen Länder langsam begriffen, die Dimension der Krise ist so groß, es geht nur alles gemeinsam, wir brauchen diesen Rettungsschirm. Da hat sie gesagt, auf gar keinen Fall. Können Sie sich erinnern? Rettungsschirm kommt überhaupt nicht in Frage. Nur über meine Leiche. Als einige meinten, das lässt sich organisieren. Ja, dann machen wir einen Rettungsschirm, wenn ich bestimmen kann, welche Farbe er hat. Aber dann ist auch Schluss. Dann ist er doppelt so groß, ja, wenn wir schon dabei sind. Das ist ja, ja. Das ist dir doch egal. Das beste Beispiel ist die Atomenergie. Ein halbes Jahr vor der Atomkatastrophe in Fukushima hat Angela Merkel die Laufzeiten der Altatommeiler in Deutschland extra nochmal verlängert. Sie hat nach monatelangen Diskussionen gesagt, wir haben alles geprüft, wörtlich hat sie gesagt, wir haben die sichersten Kraftwerke auf der ganzen Welt, da kann überhaupt nichts passieren, die können wir länger laufen lassen. Ein halbes Jahr später kommt der Tsunami in Japan, da sagt sie diesen legendären Satz, man kann an einem solchen Tag nicht sagen, dass die Kernkraftwerke sicher sind. Sie sind sicher? Sie hätte auch sagen können, man kann an einem solchen Tag nicht sagen, was ich vor einem halben Jahr gesagt habe. Man kann es sagen. Sie hat auch gleich... Dann hat sie ein Moratorium gemacht, können Sie sich erinnern? Ein Moratorium, ihr zweitgrößter Trick. Moratorium ist nix auf Latein. Aber da ist der Stacheldrahtbesitzer schwer beeindruckt. Ein Moratorium mit Duktus. Dann hat Merkel den Stresstest für die Kernkraftwerke abgewartet. Das waren die Wahlen in Baden-Württemberg. Ein paar Wochen nach Fukushima war Wahl in Baden-Württemberg. Hätten die Baden-Württemberger die CDU im Amt gelassen, wären die Kernkraftwerke am Tag danach wieder für sicher erklärt worden. Wette ich mit Ihnen. Die Untersuchungen lagen bestimmt in der Schublade. So hat die Merkel gemerkt, na, mit dem Thema kann man im Augenblick keine Wahlen gewinnen. Also macht sie wieder ihren berühmten Schwenk, ne, und hat die Atommeiler sofort alle stillgelegt. Die Altmeiler. Komplett. Von heute auf morgen. Ohne gesetzliche Grundlage. Das kennt ihr nur aus dem Politbüro. Da klagen die Betreiber jetzt erfolgreich gegen. Das wird uns noch Milliarden kosten, dass sie einfach so stillgelegt worden sind. Und dann hat die Merkel gesagt, wir machen eine Energiewende und hat zur Begründung nur einen einzigen Satz gesagt, ich habe über die Kernenergie nochmal völlig neu nachgedacht. Ein halbes Jahr, nachdem sie intensiv alles geprüft hatte und nachgedacht hatte, hat sie nochmal völlig neu nachgedacht. Die Frau hat Physik studiert, das ist Ihnen schon bekannt, ja? Die haben da auf der Uni auch nicht alles erzählt, oder? Jetzt mal unabhängig davon, ob Sie Kernenergie gut oder schlecht finden. Wie stellt sich der CDU wieder das eigentlich vor, wenn Dr. Angela Merkel nochmal völlig neu über Kernenergie nachdenkt? Holt ihr dann die alten Physikbücher aus dem Schrank? Und guckt nochmal Flugzeuge, Kraftwerke, Schwerkraft, Scheiße. Diese Frau hält doch die Kernkraftwerke nicht für unsicherer als ein halbes Jahr vor Fukushima. Die hat Angst vor der Kernschmelze in der Wahlurne. Das ist alles, was die interessiert. Die hat keine persönliche Überzeugung. Und wenn in zwei Jahren die Deutschen rummeckern, dass die Strompreise so hoch sind, dann wird sie sagen, ja, ich hätte dann noch ein paar Altmeiler, ich könnte noch mal neu nachdenken. Die regiert uns mit Floskeln und redet uns nach dem Mund. Und innerlich legt sich, wenn es irgendwie geht, überhaupt nicht fest. Da kommen so Sätze wie, wir müssen dieser Frage eine gemeinsame Lösung finden. Wir müssen dieser Frage Geschlossenheit zeigen. Sehr schön auch bei der Neujahrsansprache. Das wird ein schwieriger Weg. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Das wird eine Herkulesaufgabe. Der letzte Wahlkampf bestand aus Plakaten. Da stand drauf, Wachstum braucht Weitblick. Alles Variationen von
Sehr schön auch das Plakat, solide Finanzen sind wichtig. Gute Schuhe auch. Machen Sie den Test. Beim nächsten Merkel-Interview im Fernsehen drehen Sie einfach den Ton ab und er konzentriert sich nur auf das Gesicht der Kanzlerin. Irgendwann verschwimmt das vor Ihren Augen und wird zu dem Hund von Loriot aus dem einen Sketch. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, ho. Es wird sich nichts mehr ändern, meine Damen und Herren. CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne und auch die AfD, das ist Einheitspartei. Und wir mixen diese fünf Parteien, zumindest die AfD bis jetzt ja noch nicht, die mixen wir immer wieder neu in der Regierung. Seit 40 Jahren. Ich mache seit 31 Jahren Kabarett über dieselben Themen. Ich mache seit 31 Jahren Kabarett über Rente, über Gesundheit, über Staatsverschuldung, über Arbeitslosigkeit, über Steuergerechtigkeit, über Bildungsproblematik. Das sind so zentrale Themen in einer Gesellschaft. ADAC hat mich jetzt nie so wirklich interessiert. Jetzt zeigen Sie mir einen einzigen Bereich, wo diese fünf Parteien, CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne, in den letzten 30 Jahren für den Großteil der Bevölkerung irgendwas verbessert haben. So, mit der Rente anfangen? Nee, lieber nicht, da fangen wir an zu weinen. Bildungspolitik lassen wir auch weg, ne? Das ist auch, nee, nicht wirklich. Aber was ist mit dem Gesundheitswesen? Da haben wir eine Reform nach der anderen gehabt, ne? Gesundheitswesen, da Jahrhundertreformen haben sich da gestapelt. Wo ist es eigentlich besser geworden? Im Krankenhaus, in den Praxen, für die Ärzte, für die Patienten? Ist es fürs Personal besser geworden? Ist es im Pflegeheim besser geworden, im Altersheim? Wo ist es besser geworden? Helfen Sie doch mal, Sie wählen die doch immer wieder. Was ist mit den Arbeitslosenzahlen? Haben wir mehr oder weniger Arbeitslose als vor 30 Jahren durch die Politik von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen? Haben wir mehr oder weniger Staatsschulden als vor 30 Jahren durch die seriöse Haushaltspolitik von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen? Was mit der Steuergerechtigkeit? Wie oft haben die schon versprochen, das Steuersystem gerechter zu machen und transparenter? Ich kann es kaum noch erkennen. Helfen Sie mir, ich gebe Ihnen 6 Wochen Zeit für die Recherche. Und Sie dürfen auch den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages in Anspruch nehmen. Es kann sich nichts ändern, meine Damen und Herren. Die haben sich diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem verschworen. Wir sitzen in einem Zug und rasen auf einen Abgrund zu. Wie der Abgrund aussieht, das wissen wir, wenn wir ehrlich sind. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Das können Sie da besichtigen gehen. Da müssen Sie jetzt aber nicht nur in Manhattan rumlaufen oder in Disneyland, da müssen Sie mal in die Außenbezirke von New York fahren oder von Los Angeles. Sie kommen nicht zurück, aber da wissen Sie, was da los ist. Die USA ist eine komplett entsolidarisierte Gesellschaft. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Die Reichen haben sie in speziellen Viertel verschanzt mit Zugangscodes und Wachpersonal. Die haben ihre eigenen Unis, ihre eigenen Krankenhäuser, eigene Schulen, Kindergärten. Die Mittelschicht hat sich komplett aufgelöst in der letzten Krise. Die brauchen inzwischen 2 Jobs parallel, um leben zu können. Ab dem 3. 8-Stunden-Job brauchen sie auch keine eigene Wohnung mehr. Da sparen sie richtig Geld. Das Unterdrittel sitzt komplett im Dreck. Die sind entweder ganz obdachlos oder sitzen in Wohnvierteln drin, wo sich keine Polizei mehr reintraut. Die einzige sozialpolitische Maßnahme ist Wegsperren. In den USA sitzen pro 1000 Einwohner mehr Menschen im Knast als in jedem anderen Land der Welt, inklusive Nordkorea und China. Und obwohl so viele Menschen in den USA eingesperrt sind, ist übrigens ein Geschäftsmodell, private Gefängnisse, da kann man richtig Geld mit verdienen, obwohl so viele eingesperrt sind, ist die Haupttodesursache für junge Amerikaner Mord. Jedes Jahr werden über 30.000 Amerikaner auf offener Straße erschossen. Das sind über 80 am Tag. 80 Tote am Tag, das nennen die im Irak Bürgerkrieg. Das ist in den USA auch. Kapitalismus im Endstadium ist Bürgerkrieg. Nur, dass nicht die Armen gegen die Reichen kämpfen, sondern die Armen schießen sich gegenseitig über den Haufen mit den Waffen, die die Reichen ihnen noch verkauft haben. So wie wir das mit Afrika machen. Das ist Kapitalismus. Teile und herrsche. Dividende et impera. Prozent der amerikanischen Medien sind in der Hand von 5 reichen Familien. Die haben den Stacheldraht so perfekt durch die Köpfe der Menschen gezogen, die lehnen sogar Politiker ab, die ihnen eine Krankenversicherung besorgen wollen. Und auf diese entsolidarisierte Gesellschaft, auf diesen Abgrund rasen wir zu. Und unsere Politiker sagen, wir können den Zug nicht aufhalten. Und dann sagen wir, können wir vielleicht die Schienen so am Abgrund langlegen, so eine kleine Kurskorrektur. Und die sagt die Merkel, die Richtung ist alternativlos. Aha, wir können den Zug nicht anhalten, wir können die Richtung nicht bestimmen. Wozu gehen wir wählen?
Ah, ich weiß wieder, wir dürfen den Lokführer austauschen. Alle 4 Jahre, das ist lustig. Und da machen die Medien sich aber auch Mühe, das muss man mal sagen. Da organisieren die alle 4 Jahre eine Richtungswahl auf einer einzelnen Schiene. Wenn wir ganz rebellisch sind, tauschen wir den Lokführer aus und sagen, halt Kurs, gib Gas. Wir müssen den Zug anhalten. Ne? Wir müssen den Zug anhalten und diskutieren, wie wir wirklich leben wollen. Wie wollen wir in Deutschland leben, wie in Europa, wie soll die Welt weiterleben? Was brauchen wir? Was brauchen wir nicht? Brauchen wir Banken, die 26% Eigenkapitalrendite haben? Darf man mit Geld mehr Geld verdienen als mit Arbeit? Soll es eine private Krankenkasse ohne gesetzliche Nebeneinander geben? Dass einige Leute sich für billiger Geld besser versichern können als andere für mehr Geld? Das sind alles Diskussionen, aber die können Sie nicht im fahrenden Zug führen. Da muss man erstmal den Zug anhalten gegen Willen des Lokführers, das geht nur mit der Notbremse. Und das will der Deutsche nicht. Notbremse ist zu unkalkulierbar. Das ist, da kann der Kaffee über die Hose schwappen, da kann alles passieren. Dann lieber Abgrund, da weiß der Deutsche, was kommt. Das ist sicherlich. Außerdem hoffen ja 80% der Zeitungsleser, dass sie im letzten Waggon sitzen, der oben an der Kante hängen bleibt. Und dann kommen die Leute und sagen, was wäre denn die Alternative? Tja, die Alternative? Die Alternative wäre vielleicht ein zinsfreies Wirtschaftssystem. Das ist doch alles schon mal durchgerechnet worden von Leuten. Das kann man doch finden im Internet. Müssen Sie aber selbst nachsuchen. Muss man googeln. So Begriffe muss man googeln. In der Zeitung finden Sie da nichts drüber. Sie müssen sich selber im Internet informieren mit Stichworten, bevor das auch noch alles gesperrt wird. Demokratischer Sozialismus? Was ist damit? Ist noch nie probiert worden. Steht sogar im Parteiprogramm der SPD, aber ganz hinten mit Geheimtinte. Aber das Wort Sozialismus ist natürlich tot, das muss man ganz ehrlich anerkennen. Das ist hier in Westdeutschland überhaupt nicht zu vermitteln. Wir können diese schrecklichen Bilder nicht vergessen, als die Mauer aufgegangen ist. Das ist einfach, ne? Diese gramgebeugten, vom Kommunismus gebrochenen Menschen, diese Elendsviertel mit Zeltstätten, soweit das Auge reichte bis zum Horizont, in den großen Städten, diese Obdachlosen, die langen Schlangen an Suppenküchen angestanden haben. Für eine warme Mahlzeit am Tag, Menschen ohne Krankenversicherung, Menschen ohne Zähne, das waren Bilder aus den USA. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Obdachlose ohne Zähne war USA, DDR war ohne Bananen. Entschuldigung. Wir wollen immer fair bleiben. Herr Gauck, ich möchte über Wirtschaft reden. Was glauben Sie? Könnte es sein, dass für 50% der US-Amerikaner von heute der Lebensstandard der DDR-Bürger von vor 30 Jahren das Paradies auf Erden wäre, inklusive der Bildungschancen für ihre Kinder? Was glauben Sie, Herr Gauck? Geht es den Rentnern in Griechenland heute besser oder schlechter als den Rentnern in der DDR vor 30 Jahren? Das wäre doch mal eine interessante Diskussion. Aber das können Sie knicken. Ich weiß, sobald Sie das Wort Sozialismus erwähnen, sagt sofort ein Deutscher, was soll der Arbeitgeber sagen? Und das ist eine gute Frage. Der Deutsche hat eine Stelle, von der er nicht leben kann, aber die kann er auch noch verlieren. Da kann er immer noch nicht leben, hat aber nicht mal mehr eine Stelle. Man will doch im Kolosseum wenigstens dazugehören. In welcher Funktion ist da inzwischen völlig egal. Sozial ist, was Arbeit schafft, heißt doch eigentlich nur, dass man sie auch als Löwenfutter noch irgendwie gebraucht fühlt. Wer wird mit Angst regiert, meine Damen und Herren? Mit Angst. Wie bringt man Menschen dazu, in diese schwachsinnige Riester-Rente einzuzahlen, indem man ihnen Angst vor der Rentenlücke macht? Das ist doch systematisch getrieben worden. Die Rentenlücke ist eine Chimäre, weil das umlagefinanzierte Rentensystem ist das einzig Sinnvolle, das für die Mehrheit der Bevölkerung auch vernünftige System. Und das kann nicht kaputt gehen, wenn man es nicht absichtlich kaputt macht. Die kapitalgedeckte Altersversorgung, die kann kaputt gehen. Komplett. Alles, was ich sparen kann, seinen Wert komplett verlieren. Was in 30 Jahren ist, weiß kein Mensch. Auch die Eichhörnchen finden nur 30% der Nüsse wieder, die sie versteckt haben. Und die werden nicht mal vor Vermögensberatern behindert. Aber die Umlage ist eben nicht, dass man in ein System einzahlt und das dann verzins wiederkriegt. Man muss es überhaupt erstmal begreifen. Umlage heißt das, was in diesem Jahr erwirtschaftet wird von uns allen. Das wird umgelegt. Nicht im Sinne von getötet, sondern im Sinne von verteilt. Wir verteilen das, was wir erwirtschaften. Auf die, die es erwirtschaften, auf die, die noch so jung sind und auf die, die schon zu alt sind. Denn es sind alle von allen abhängig. Der Chefarzt kann nur operieren, wenn die Putzfrau vorher den OP sauber gemacht hat. So, in diesem System, wenn alle Glück haben, werden sie 80. Dann profitieren sie die ersten 20 Jahre von Ausbildung. 40 Jahre, wenn sie stark sind, tragen sie das ganze System. Und die letzten 20 Jahre profitieren sie wieder von Rente. Und wenn wir alle 90 werden, hängen wir überall noch was dran. Und wer wie viele Jahre, darüber kann man ja durchaus diskutieren. Und der eine ist stark und kräftig und hat Spaß, 45 Jahre lang zu arbeiten.
weil es ihm Spaß macht und er kann tragen. Und der andere ist nach 35 Jahren kaputt, weil er vielleicht nicht so gesund ist. Warum soll er weniger Rente kriegen als der andere? Haben Sie Kinder? Verteilen Sie die Essensportion mittags nach den Schulnoten, die wir nach Hause bringen? Was sind das für Sozialvorstellungen, die wir hier haben? Wenn wir eine Schicksals- und Solidargemeinschaft sind, ist die Umlage das einzig Sinnvolle. Und wenn noch mal einer kommt und sagt, ja, es kommen doch heute auf einen Arbeiter 7 Rentner, das kann doch nicht funktionieren, dann sagen sie einfach, ja, der eine Arbeiter ist 7-mal so produktiv wie vor 30 Jahren. Nur, dass das, was der mehr erwirtschaftet, nicht mehr als Lohn ausgezahlt wird und umverteilt wird, sondern in Form von Zinsen und Dividenden an die Reichen rübergeht. Meine Damen und Herren, 40%. Was wir hier erwirtschaften, fließt komplett in Form von Zinsen, Dividenden und Mieten in die Taschen der Besitzer. Der Anteil, den die Arbeit der Bevölkerung darüber hat, der wird jedes Jahr immer kleiner. Das ist ja das Verrückte an diesem System. Wenn alle mitmachen würden, wäre das alles überhaupt kein Problem. Denn von diesen 40% müssen sie ja nichts in die Umlage einzahlen. Und die Ärzte haben eine eigene Altersversorgung, die Architekten haben eine eigene Altersversorgung, die Anwälte haben eine eigene Altersversorgung, die Steuerberater und die Wirtschaftsprüfer auch. Alle, die ein bisschen besser verdienen, haben sie sowieso aus der Solidargemeinschaft ausgeklinkt. 27% zahlen überhaupt noch in die Sozialsysteme ein. Das sind die mit den 833 Euro im Monat zum Beispiel. Das kann natürlich nicht funktionieren, wenn davon hinterher 80% eine Rente kriegen soll. Wenn aber alle von allem einzahlen, ist das System perfekt, weil das kann nicht kaputt gehen. Es kann mal gute Jahre geben, haben alle was mehr. Es kann mal schlechte Jahre geben, haben alle was weniger. Aber alle haben immer etwas. Und natürlich muss man auch den Rentnern beibringen, dass es auch mal schlechte Jahre geben kann. Es gibt auch für 70-Jährige keinen Anspruch auf ewiges Wachstum. Aber ich kann das alles 100-mal erklären. Sie gehen nach Hause, lesen einen Zeitungsartikel, die Rentenlücke, die Rentenlücke. Und dann hat der Deutsche Angst vor dem Schalter der Regierung. Da machen sie das auch Angst vor. Ne? Parteien, die neu kommen, die diskutieren. Ach, die ganze kleine Partei, Weimar, habe ich gar keine Regierung. Das ist doch schlimmer als eine Scheißregierung. Oh. Gar keine Regierung gibt es nicht. Irgendwas geschäftsunfähig führen, es bleibt immer im Amt. Dann hat der Deutsche Angst vor dem Aussterben, das auch so nicht. Oh, der demografische Faktor, eines Tages sind wir noch 40 Millionen Menschen, wie das geht, aber es ist überhaupt keiner. Wissen Sie, wie viele Norweger es gibt? Die stehen schon auf der roten Liste. Es gibt in Europa jedes Jahr die Umfrage, wo die Menschen halbwegs glücklich und zufrieden sind und sich von ihrem Staat fair behandelt fühlen. Und drei Länder stehen immer in der Spitze der Zufriedenheit. Dänemark, Schweden und Norwegen. Das sind die Länder mit der geringsten Bevölkerungszahl und den höchsten persönlichen Steuersätzen. Der größten Umverteilung. Das, wovor wir Deutschen am meisten Angst haben, das macht glücklich und zufrieden. Toi, toi, toi. Aber der Deutsche hat Angst vor dem Aussterben. Und die Afrikaner haben schon gesagt, wenn die Deutschen nicht mehr sind, dann wollen wir auch nicht mehr. Und da weiß der Deutsche nicht, wovor er mehr Angst haben soll. Vor dem Aussterben, vor der Rentenlücke, vor dem Schalter der Regierung, vor Al-Qaida. Was wäre das Schlimmste, was es passieren könnte? Das kann ich Ihnen auch noch sagen. Das Allerschlimmste wäre, wenn wir aussterben und es ist noch Rente über. Bis neulich. Zivilien, hat überhaupt keiner verstanden. Und dann kamen die ersten freien Wahlen, in Tunesien waren glaube ich die ersten, und da wählen die mehrheitlich muslimische Parteien. Moslems, die muslimische Partei, da waren unsere Zeitungen völlig ratlos. Da konnten sie Schlagzeilen lesen, sind die überhaupt reif für Demokratie? Natürlich nicht, genauso wenig wie die Menschen in Bayern. Was hat das mit Demokratie zu tun, wenn Sie eine Partei wählen, die Sie für die richtige halten? Demokratie ist, wenn Sie das wählen, was die Frankfurter Allgemeine Zeitung für richtig hält. Das ist Demokratie. Das muss man doch unterscheiden können. Wir sind doch die Guten. Wir wissen doch, was Demokratie ist und was nicht. Ägypten, das war doch so ein schönes Urlaubsland, da waren alle begeistert. Jetzt werden ja die koptischen Christen gejagt. Das hätte es doch unter Adolf, unter Mubarak überhaupt nicht gegeben. Da lässt man diese Ägypter frei wählen. Da wählen sie einen Herrn Mursi als Präsidenten, einen Islamisten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, einen Islamist. Das ist ja im Grunde ein Terrorist, der bis jetzt nur zu feige war. Der Mose wird demokratisch gewählt und macht ein paar Gesetze, die den Leuten nicht gefallen. Da habe ich noch gedacht, naja, das ist mir ja auch schon passiert. Aber sogar Leute, die den Mose gewählt hatten, waren ganz enttäuscht. Und ich sage noch, Jungs, willkommen in der Demokratie. Aber dann stellt sich raus, hören Sie mal, die Demokratie in Ägypten ist viel weiter entwickelt als unsere. Ja, wenn Sie sich in Ägypten bei der Wahl vertan haben,
Da brauchen Sie nicht 4 Jahre warten, um den Irrtum zu korrigieren. Nee, da rufen Sie einfach bei der Armee an. Was also, können Sie den Mann mal verhaften, das geht ja so nicht weiter. Stellen Sie mal vor, wir können die Bundeswehr anrufen und sagen, können Sie die Merkel mal verhaften, das hat ja alles keinen Zweck mehr hier. Die von der Leyen wird sofort rufen, ja gerne, wo soll ich sie hinhängen? Das ja und an der bleibt nichts hängen. Ne? Merkel hat einen ganz eigenen Stil entwickelt, muss man ja auch mal lassen. Ne? Wenn einer was sagt, was ihr nicht passt, dann sagt die nicht, das ist doof, das sehe ich anders, oder wie kommt ihr da drauf? Dann sagt die Merkel so einen Satz wie, das ist nicht mein Duktus. Da kann der andere nicht mal sauer sein. Ja, sie können ja nicht auf einen Menschen sauer sein, der einen Duktus hat. Am Ende ist das noch so eine Frauensache, da haben sie richtig die Arschkappe. Der Duktus der Kanzlerin ist teilweise atemberaubend. Am Tag nach der Atomkatastrophe in Fukushima saß die Frau auf der Pressekonferenz und sagte wörtlich, man kann in einem solchen Tag nicht sagen, dass die Kernkraftwerke sicher sind. Sie sind sicher? So einen Satz hätte der Steinbrück gar nicht überlebt. Es gibt nur 2 Menschen in diesem Land, die sich in einem demselben Satz selbst widersprechen dürfen. Das sind Merkel und Beckenbauer. Das sind Idole, die dürfen sowas. Herr Beckenbauer ist ja der weltweit erste anerkannte Hirnprothesenträger. Der Mann, für den das Sprichwort, was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben, erfunden worden ist. Einer der größten Dummschwätzer, der je vor einen Ball treten durfte. Die Zitate sind endlos. Aber hier, das Neueste aus, zur WM in Katar. Haben Sie das verfolgt? Sie kennen die WM in Katar, die Wüsten-WM. Und da sind die Berichte jetzt, dass sie da die Stadien mit Sklaven bauen lassen. Und schon 160 Tote, unmenschliche Bedingungen und Sklaven bauen die Stadien da. Und da hat der Beckenbauer gesagt, das wäre alles Quatsch. Die Leute hätten keine Ahnung, wovon sie reden. Er wäre da mehrfach in Katar gewesen. Er hätte da nie einen einzigen Sklaven gesehen. Die Leute würden da alle frei rumlaufen. Ja? Für den richtigen Kaiser ist ein Sklave ohne Kugel am Bein. Das ist überhaupt kein Sklave. Aber das ist so das intellektuelle Niveau, wo der Deutsche gerne so aufschaut. Der Franz. Der ist beliebt, genau wie die Merkel. Seit Ewigkeit, seit 8 oder 9 Jahren in jeder Umfrage finden 70% die Merkel gut. Ne? Sei denn die ADAC steckt dahinter. Das ist natürlich... Es gab eine legendäre Umfrage, da fanden 70% die Regierung beschissen und 70% fanden die Merkel gut. In derselben Umfrage. Das waren auch dieselben 70%, da gehe ich schwer von aus. Ja, die bringen die Merkel mit der Regierung gar nicht in Verbindung. Der Deutsche kann das trennen. Der Deutsche wird später sagen, wenn das die Merkel gewusst hätte. Und die weiß das auch nicht alles. Nee, die kann das nicht alles wissen, das würde ihr ein anderes Gesicht machen. Das ist doch keine Schauspielerin. Nee, die erzählen ja einfach nicht alles. Das ist genau wie mit Honecker früher. Da haben die auch immer eine Straße renoviert, haben den Honecker da durchgefahren und haben gesagt, sieht überall so aus, brauchst du nicht überall gucken. Nee. Der Honecker hat auch bis zum Schluss geglaubt, die DDR wäre kurz davor, die BRD wirtschaftlich zu überholen. So machen die da mit der Merkel auch, die erzählen ja einfach nicht die Wahrheit. Ne, und dann steht die im Bundestag vor 2 oder 3 Jahren, stand die da bei der Haushaltsdebatte und sagt dann freudestrahlend, Deutschland geht es gut, das ist ein Grund zur Freude. Und in der ganzen Woche davor konnten wir überall lesen, dass sich 25% der Deutschen auf Altersarmut einstellen dürfen. Das waren die offiziellen Zahlen vom Arbeitsministerium. Das haben die der Merkel überhaupt nicht erzählt. Sonst hätte die doch den Satz nicht sagen können. Ich habe dann jeden Abend im Kabarett den Menschen vorgerechnet, dass nicht 25%, sondern 40% von Altersarmut betroffen sein werden. Und schon nach 8 Monaten haben sie das im Arbeitsministerium auch rausgefunden und offiziell verkündet. Ja, ich vermute, sie sind nicht eher an Karten gekommen. Damit wir Sie nicht falsch verstehen, wir reden über die Altersarmut ab 2030. Das heißt, einige im Saal können sich entspannt zurücklehnen. Die Gnade der frühen Geburt, ist auch mal schön.
Ja, wer jetzt schon in Rente ist, der hat ja eine Rente. Die Leute sind früher mit bis zu 60% vom letzten Netto in Rente gegangen. Aber die Altersarmut, die auf uns zukommt, verdanken wir einer rot-grünen Rentenreform von 2004. Alle schimpfen, dass sie bis 67 arbeiten müssen. Viel schlimmer ist, das Renteniveau wird jedes Jahr ein Stückchen weiter abgesenkt. Rot-Grün hat beschlossen, dass das Renteniveau abgesenkt wird, bis ab dem Jahr 2030 die Menschen dann nur noch mit 43% vom letzten Netto neu in Rente gehen. Die Rentenformel ist ja so kompliziert gehalten, dass man es selbst nicht nachrechnen kann, das ist ja auch klar. Aber Pi mal Daumen kann man sagen, 43% vom letzten Durchschnittsnetto. Sie können ja jetzt schon mal von Ihrem jetzigen Netto 43% nehmen und mal kurz überschlagen, ob Sie dann weiter wohnen können oder sich aufs Essen konzentrieren müssen. Wie hoch die Löhne und die Renten sein werden in 2030, weiß ich nicht. Die Löhne können steigen bis dahin. Aber meine Erfahrung lehrt, wenn die Löhne steigen, steigen die Preise auch. Das heißt, die Kaufkraft bleibt die gleiche. Wir können also auch die Zahlen von heute nehmen, da wissen wir, wovon wir reden. Armut definieren die heute so. Wenn ein Single weniger als 850 Euro im Monat zur Verfügung hat, gilt er als arm. Ab 855 Euro sind sie schon Teil der Mittelschicht. Ich liebe Statistik. Ja, irgendwo muss eine Grenze sein und knapp vorbei ist auch daneben. Hartz IV. Hartz IV ist 399 oder knapp jetzt inzwischen 401 Euro im Monat, bar auf die Hand und dazu dann der Mietzuschuss. Da kommen sie auf etwas über 700 Euro insgesamt. Im Alter bekommen sie nicht Hartz IV. Wenn Sie im Alter bedürftig sind, dann bekommen Sie etwas, das heißt offiziell bedarfsorientierte Grundsicherung, kurz GRUSI genannt. Das ist ein bisschen weniger als Hartz IV, weil im Alter isst man nicht mehr so viel. Deshalb bedarfsorientiert. Grundsicherung liegt im Augenblick bei 698 Euro im Monat. Plus, minus 3, 4 Euro von Bundesland zu Bundesland verschieden. So, jetzt nehmen wir mal ein normales Bruttoeinkommen von heute, 2000 Euro brutto. Da gehen Sie als Single mit 1.400 Euro netto nach Hause. Nehmen Sie von den 1.400 Euro mal die 43%, da kommen Sie ja ohne Taschenrechner auf GRUSI. Jetzt muss ich Ihnen nur noch verraten, dass 40% der Deutschen 2.000 Euro brutto oder weniger verdienen. Da wissen Sie, dass 40% sich später auf Altersarmut freuen dürfen. Das habe ich in 20 Sekunden ausgerechnet, mit Informationen, die man in 10 Sekunden googeln kann. Da haben die im Arbeitsministerium damals 8 Monate für gebraucht, um herauszufinden, dass nicht 25%, sondern 40% betroffen sind. Als sie es herausgefunden hatten, stand die Merkel eine Woche später im Bundestag und sagte, ich leite die erfolgreichste Bundesregierung seit... Die haben ja das wieder nicht erzählt. Und wissen Sie, wer damals das Arbeits- und Sozialministerium geleitet hat, wer die Ministerin damals war? Ulla von der Leyen, natürlich. Und wissen Sie, was die zum Thema Altersarmut gesagt hat, wörtlich? Was heißt denn die Altersarmut? Die Leute haben noch die Riester-Rente. Ja, wir haben die Riester-Rente. Ja, was nützt Ihnen das? Rot-Grün hat die Riester-Rente so gemacht, wenn Sie Grundsicherung bekommen, wird die Riester-Rente darauf angerechnet. Ja, da fällt Ihnen direkt das Glas aus der Hand. Ne? Ja. Sie kommen inklusive Ihrer mühsam zusammengesparten Riester-Rente dann auf Grundsicherung. Das ist das rot-grüne Riester-Rentengesetz. Jetzt ist doch die Frage, weiß die von der Leyen das nicht? Dann ist sie doch intellektuell gesehen eine Schwester von Beckenbauer. So. Danke sehr. Herzlichen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im politischen Kabarett. Das Programm heißt bis neulich, das ist und bleibt so eine wilde Mischung. Alte und neue Texte. Und wenn Ihr Lieblingstext nicht dabei sein sollte, dann müssen Sie einfach nochmal wiederkommen. Und die Experten kennen sich ja aus. Kabarett, das ist der Ort, an dem man sich die Kritik am eigenen Lebenswandel genauso folgenlos um die Ohren schlagen lässt wie in der Kirche. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Griechen. Das wäre jetzt christlich, oder? Das Geld den Armen geben. Zum Glück nimmt man seine Religion ja nicht ernst, sonst wäre man ja auch Moslem. Das Geld den Armen geben, eine der größten Pointen aller Zeiten, da sind die Kollegen seit 2000 Jahren mit auf Tournee, auch im Kreis Limburg. Kabarett ist eine Art moderner Ablasshandel. Das schlechte linke Gewissen aus dem Feuer springt, wenn das Geld in der Kleinkunstkasse klingt. Und deshalb sollten Sie auch die Kabarett-Eintrittskarte immer gut aufheben, wenn dann irgendwann einmal, nach dem Zusammenbruch des Kapitalismus,
Wenn dann jemand zu Ihnen kommt und sagt, na, was hatten Sie eigentlich für eine Funktion in dem Schweinesystem? Ne? Ich meine das Ausbeutesystem, in dem wir leben. Ganz offensichtlich, oder? Das Jobwunder Deutschland, wo findet das statt? Im Niedriglohnsektor. Noch nie hatten so viele Menschen Arbeit wie im Augenblick, das stimmt. Und noch nie konnten so viele Menschen vor der Arbeit, die sie haben, gar nicht leben. Ich habe immer gesagt, beschäftigen kann ich mich selber. Eine Million Deutsche arbeiten inzwischen dauerhaft für Leiharbeitsfirmen. Die haben gar keinen Arbeitgeber mehr, die haben einen Zuhälter. Oder kennen Sie Aufstocker? Das sind die, die für ein paar Euro die Stunde ein paar Stunden Arbeit die Woche haben. Und wenn Sie nur 4 oder 5 Stunden Arbeit haben in der Woche, dann sind Sie nicht arbeitslos. Dann sind Sie nicht in der Statistik. Sie haben keine 35-Stunden-Woche, Sie haben nicht mal eine 35-Euro-Woche, aber Sie haben Arbeit. Und wenn Sie 35 Euro in der Woche verdienen, kriegen Sie den Rest aufgestockt auf Hartz-IV-Niveau vom Arbeitsamt. Aufstocker. 1,4 Millionen Deutsche arbeiten als Aufstocker. Und wenn dann irgendwann jemand kommt und sagt, was hatten Sie für eine Funktion in dem Schweinesystem? Na, was denn? Dann sagen Sie halt, Moment. Dann holen Sie den großen Karton mit den Kabarett-Eintrittskarten raus. Dann sagen Sie, hier, Freundchen, ich war im Widerstand. Das Interessante ist, die Menschen, die hier verarscht werden, die wehren sich nicht. In ganz Europa sind die Menschen zum Teil wütend auf der Straße und demonstrieren und in Deutschland ist Ruhe. Ich glaube, die Verarschten hier sind schon einen Schritt weiter. Die haben schon begriffen, das hilft alles nichts mehr, in diesem Wirtschaftssystem noch zu demonstrieren. Die gehen noch nicht mehr wählen. Ein Drittel der Bevölkerung geht nicht mehr wählen. Warum auch? Warum sollen Hartz-IV-Empfänger wählen gehen? Fragen Sie mal, was ihm lieber ist. Schwarz-Rot, Schwarz-Grün, Schwarz-Gelb, Rot-Grün, Rot-Gelb. Da sagt er, wollen Sie mir Scheiße in verschiedenen Geschmacksrichtungen anbieten? Wer hat denn Hartz-IV gemacht? Das war doch nicht die FDP. Rot-Grün hat Hartz-IV gemacht. Rot-Grün hat damals den Reichen die Steuern gesenkt. Um 10% ist die Einkommensteuer gesenkt worden. Rot-Grün hat die Firmenverkäufe steuerfrei gestellt, die Hedgefonds ins Land geholt. Und als der Staat fast pleite gegangen wäre, da haben die nicht die Steuern wieder erhöht, sondern haben Hartz-IV eingeführt, um den Staat wieder zu sanieren. Rot-Grün hat bewiesen, um die ganze neoliberalen Schweinereien zu machen, da braucht man die FDP überhaupt nicht. Und das haben die Wähler auch begriffen. Jetzt ist die FDP nicht mal mehr im Bundestag. Wobei, das war schon eine Sensation, oder? Ich habe es bis zuletzt nicht glauben wollen. Ich muss auch sagen, ich war geschockt, also, dass das überhaupt erlaubt ist, im Bundestag ohne FDP. Am Wahlabend, ich habe schon die ein oder andere Träne verdrückt, da stehe ich auch zu. Dass ich das noch erleben durfte. Aber diese Bundestagswahl war dann eine Katastrophe. Ein Drittel ist gar nicht mehr wählen gegangen. Ein weiteres Drittel hat eine Woche vor der Wahl angegeben, sie wüssten noch nicht, was sie wählen würden. Da konnten sie in der Fußgängerzone mit einer Knarre rumlaufen. Was willst du? Merkel oder Steinbrück? Viele haben gesagt, ach, drück ab. Und seit der Wahl wissen wir nun endgültig, ohne Angela Merkel geht es nicht. An Angela Merkel führt kein Weg vorbei in diesem Land, politisch gesehen. Das ist, da muss man auch Konsequenz haben, finde ich. Man muss auch mal eine Konsequenz ziehen. Ich schlage offiziell vor, solange diese Frau lebt, soll man das mit den Wählern einfach schenken. Ja, ich finde, Angela Merkel soll alle 4 Jahre sagen, mit wem sie zusammen regieren möchte. Wir wählen doch sowieso so, dass sie sich den Koalitionspartner aussuchen kann. Da können wir uns doch den Wahlkampf schenken. Das ist eine Beleidigung für jeden, der bis 3 zählen kann. Die Merkel ist einfach unschlagbar. Das ist der FC Bayern München der deutschen Politik. Nur ohne Pep halt. Aber einen super Trick, den beherrscht sie, und da fallen alle immer wieder drauf rein. Wenn alle vor der Merkel stehen, schimpfen, toben, sauer sind und auf sie einreden, dann dreht die Merkel sie einfach um und sagt, die stehen hinter mir. Wie oft der François Hollande schon hinter der Merkel gestanden hat, ohne zu wissen, wie er da hingekommen ist. Die Merkel agiert wie ein geschickter Magier. Ein Magier, der lenkt sie ja mit seinem Gequatsche von dem ab, was er mit seinen Händen macht. Und die Merkel lenkt sie mit ihren Händen von ihrem Gequatsche ab. Und den Rest der Ablenkung besorgen dann die Medien selber. Unsere Medien sind dazu da, uns zu beschäftigen. Nicht uns aufzuklären und zu informieren, sondern wir müssen beschäftigt werden, weil der Deutsche regt sich sehr gerne auf, das liegt in seiner Natur und das muss aber gesteuert werden.
Damit wir uns nicht über Dinge aufregen, die wirklich systemverändernd sein könnten, da müssen uns Skandale präsentiert werden. Und da gibt es eine ganze Palette, die werden immer wieder abgerufen und auch wahrscheinlich irgendwo entwickelt die Skandale. Zum Beispiel, eigentlich ist ja jetzt gerade noch fast Grippesaison, aber dieses Jahr haben sie sich auf kein Tier einigen können. Wie oft sind wir schon von Pandemien dahingerafft worden? Was ist aus der Vogelgrippe geworden? Fragen Sie mich nicht, fragen Sie die Schweine. Und dass die Grippesaison dieses Jahr quasi ins Wasser gefallen ist, das war dann das Pech vom ADAC. Da waren die gelben Engel plötzlich die Ersatzschweine. Das war so ein Skandal ganz nach dem Geschmack von Angela Merkel. Sie, sowas lieben unsere Politiker. Ein Skandal, wo alle mitreden können, wo sie alle aufregen können. Der Stammtisch kocht über und es geht um nichts. Es geht um überhaupt nichts. 19 Millionen ADAC-Mitglieder, die wollen nur eins, Pannenhilfe im Ernstfall. Ob davon 34.000 oder 3.400 ihr Lieblingsauto aussuchen. Das ist der berühmte Sack Reis in China. Die haben da beim ADAC Statistiken gefälscht. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Das sind die Themen, mit denen wir abgelenkt werden. Skandale, Skandale, Lebensmittelskandale werden immer wieder gerne genommen. Da kann der Deutsche sich immer aufs Neue wieder aufregen. Man kann nichts mehr essen. Mit vollem Mund wird da rumgejammert. Letztes Jahr war es ganz schlimm. Erst die Bio-Eier von Hühnern, die gar kein Bio-Fleisch zu fressen gekriegt hatten. Dann der Jahrhundertskandal, Sie erinnern sich im letzten Jahr, der Skandal überhaupt, Pferdefleisch in der Lasagne. Da war der Deutsche außer sich. Also da muss man auch mal sagen, der Deutsche ist geduldig. Er hat kein Problem damit, wenn einer seine Telefongespräche abhört. Es ist ihm egal, ob seine E-Mails mitgelesen werden, aber Pferdefleisch in diesem urdeutschen Gericht Lasagne, da ist Schluss mit lustig. Da ist auch mal eine Grenze erreicht. Ich sag Ihnen, wenn da die Amis hintergesteckt hätten, da wären wir einmarschiert. Da wäre alles vorbei gewesen. Ich habe mich mal wieder gefragt, wieso ist für 1,99 in der Lasagne überhaupt noch Fleisch drin? Vor 2 Jahren war Dioxid im Schweinefleisch. Können Sie sich daran erinnern? Ja, da haben die zugegeben, dass sie die Schweine mit Klärschlamm mästen. Ich habe mich gefragt, warum machen die sich die Mühe, den Schlamm erst noch in die Schweine reinzupressen? Also in die Vierbeinigen. Das kann man doch heute mit Aromaverstärkern aufbereiten, sicher auch. Da gibt es bestimmt was von Dr. Oetker. Mit den lebenswichtigen Vitaminen B, S und F. Unter der Marke Klofrost könnte man alles wunderbar auf den Markt bringen. Und noch ein Skandal und noch ein Skandal. Und wenn nichts mehr hilft, dann müssen Sie auch mal darauf achten. Wenn wir wirklich abgelenkt werden müssen, weil es ganz schlimm ist, dann kommen Sie mit den Migranten. Das zieht auch immer. Weil da hat der Deutsche ein Thema, da haken alle Deutschen unter. Da hat auch der Hartz-IV-Empfänger was, auf das er runtergucken kann. Die Migranten sind schuld. Einer muss in Deutschland immer schuld sein. Das ist eine alte Tradition. Und Juden sind nicht mehr genug da. Und dann, vor 2 Jahren, Anfang Mai, durften die Polen plötzlich europaweit frei ihren Arbeitsplatz wählen. Die Übergangsfrist war abgelaufen und dann dieser Artikel im März in den Zeitungen. Oh, jetzt kommen die Polen. Millionen von Polen standen hufescharrend an der Grenze, um uns jetzt zu überrennen. Aber die meisten sind wohl durchgelaufen. Es ist nicht viel passiert. Jetzt, dieses Frühjahr, waren es dann die Rumänen, die Bulgaren. Schon wieder sind sie auch in den Haufen gelaufen worden. Wahnsinn! Und die CSU war außer sich und hat sofort gesagt, wer betrügt, der fliegt. Aber kein Land der Welt will die CSU aufnehmen. Dann lese ich, dass 25% der Rumänen, die kommen, einen akademischen Abschluss haben. Und schon begreife ich die Ängste der CSU. Da kommen jetzt Leute mit einem richtigen Doktortitel, das wird eng. Die Migranten. 20% der Menschen, die in diesem Land leben, arbeiten und im Gegensatz zu Uli Hoeneß und Ali Schwarzer ihre Steuern zahlen, kommen ursprünglich von woanders her. Und mit den meisten funktioniert das wunderbar. Wir müssen dankbar sein, dass die hier sind. Und ja, ein kleiner Teil der Migranten macht Probleme. Da haben Sie völlig recht. Das darf man doch laut sagen. Das ist kein Tabuthema, Herr Sarrazin. Der hat da ja das große Buch mit gemacht. Ne?
Deutschland schafft sich ab, die Migranten sind schuld. In dessen Augen sind ja alles die Migranten schuld. Der hat dann noch ein Buch danach geschrieben über die Eurokrise. Haben sich viele mitbekommen, nicht? Das Buch ist aber auch interessant, weil die Eurokrise, das sind laut Sarrazin auch die Migranten schuld. Ja, diesmal die, die in ihren Ländern geblieben sind. Ja, einem echten Deutschen wie dem Sarrazin macht der Ausländer nichts vor, aber kommt oder bleibt. Ne? Herr Sarrazin sagt ganz klar, nicht, das Problem in Griechenland ist das gleiche wie in Berlin-Neukölln, zu wenig richtige Deutsche. Wenn es überall nur richtige Deutsche gibt, dann würde ordentlich gewirtschaftet, da gäbe es diese ganzen Probleme nicht. Ein deutscher Kapitän wäre mit dieser Costa Cordalis niemals untergegangen. Es gibt einfach viel zu wenig richtige Deutsche, wir hätten diesen blöden Krieg nicht verlieren dürfen. Nein, es ist kein Tabuthema, dass Migranten Probleme machen. Das sagen auch die Migranten, dass ein kleiner Teil der Migranten Probleme macht. Aber ein nicht gerade kleiner Teil der Nicht-Migranten macht auch Probleme. Was reden Sie? Was reden Sie von Integration? Glauben Sie, man kann diese Neonazi-Glatzköpfe in dieses Land noch integrieren? Da wäre man doch froh, wenn die ein Kopftuch tragen würden. Aber dann wären es Bandidos, oder wie heißen die? Aber Kopftuch, das ist auch so ein Thema, wo der Deutsche sich aufregen kann. Kopftuch, da kann man immer wieder, oh, die Frauen werden unterdrückt durch das Kopftuch. Und das kann ja der konservative Politiker überhaupt nicht ertragen, wenn Frauen unterdrückt werden. Da will er sie vom Kopftuch befreien, der Brüderle hätte es am liebsten von der Bluse befreien. Ja. Je befreiter die Frau ist, desto besser ist er für alle. Ja, da tragen da welche ein Kopftuch. Muss mich das ernsthaft interessieren? Hallo, wir haben Religionsfreiheit, oder? Ich fände das auch schöner, wenn wir religionsfrei wären. Aber wir haben Religionsfreiheit. Das heißt, jeder kann jeden Quatsch glauben, den er für richtig hält. Und Religion ist immer ein bisschen komisch. Ist dir das noch gar nicht aufgefallen? Ich bin katholisch großgezogen worden. Ich habe als Kind Dinge beichten müssen, die ich nie getan hatte. Haben Sie als Neunjähriger gewusst, was unkeusche Gedanken sind? Da war man doch froh, dass einem der Kaplan so gut weiterhelfen konnte. Auf sowas wächst man doch irgendwann raus, dann entwickelt man eigene Wertvorstellungen. Heute sage ich mir, Religion ist was für Leute, die den Alkohol nicht vertragen. Es gibt katholische Akademiker, die halten Vorträge darüber, dass man Homosexualität mit Globuli heilen könne. Ja, natürlich müsste man die eigentlich einschläfern, aber man tut es nicht. Man erträgt das dumme Geschwätz. Das ist nämlich Toleranz. Tolerare heißt ertragen, aushalten. Das hat mit Tollfind überhaupt nichts zu tun. Es gibt Arschlöcher, die behaupten, dass sie an Gott glauben. Und es gibt Arschlöcher, die behaupten, dass sie an Allah glauben. Das hat auch mit Religion nichts zu tun. Ein Arschloch ist ein Arschloch. Fertig aus. Aber der Islam bedroht Deutschland. Ja, ja. Wer hat denn hier auf offener Straße in den letzten 20 Jahren über 100 Menschen erschlagen? Islamisten oder Neonazis? Kommen Sie da spontan drauf oder arbeiten Sie beim Verfassungsschutz? Wir haben Probleme, aber das ist doch nicht der Islam. Wir haben zu wenig Lehrer. Das ist echt ein Problem. 10% der Schulstunden fallen aus. Nach offiziellen Angaben fällt für jedes Kind im Laufe seiner Schullaufbahn ein ganzes Schuljahr aus. Und da sind die Vertretungsstunden noch gar nicht mit drin. Vertretungsstunden, das sind die Stunden, wo Lehrer vor Klassen stehen, die ihnen genauso unbekannt sind wie das Fach, das sie unterrichten sollen. Wir haben zu wenig Krankenschwestern. Wissen Sie eigentlich, was inzwischen in den Krankenhäusern los ist, was da rationalisiert wird? Reden Sie mal mit Menschen, die da arbeiten, da kommt ihnen das Gruseln. Wir haben zu wenig Altenpfleger, wir haben zu wenig Polizisten und zu wenig Feuerwehrleute. Es brennt an allen Ecken der Gesellschaft und wir diskutieren über Maut für Ausländer und über Kopftuch. Wo bin ich hier? Aber genau das ist das, was die Medien machen. Genau da wollen sie uns haben. Nicht über die zentralen Themen diskutieren. Versuchen Sie mal einen Artikel über die Zustände in Altersheimen unterzubringen in der Zeitung. Da sagen die, ach komm, da haben wir schon mal berichtet und mit Altersheimen können Sie auch beschäftigen, wenn Sie da liegen, haben Sie noch Zeit genug dafür.
Wenn sie aber verkünden, dass sie morgen hier auf dem größten Platz der Stadt öffentlich den Koran verbrennen, da rücken die mit 20 Kamerateams an. Da haben sie die volle Aufmerksamkeit. Da spürt der Journalist eine Informationspflicht, wenn einer den Koran verbrennen will. Können Sie sich noch erinnern an Terry Jones, diesen amerikanischen Prediger? Dieser Mann lebt in den USA in einem Kaff, das ist so klein, das kennen nicht mal die Amerikaner mit Namen. Er hat eine Gemeinde von 50 Vollpfosten um sich geschart. Von ihm hätte kein Mensch jemals Notiz genommen, wäre denn hier auf die Idee gekommen, öffentlich den Koran zu verbrennen. Sofort hatte der weltweite Aufmerksamkeit. Der ist von morgens bis abends interviewt worden, nur auf die Ankündigung hin, den Koran zu verbrennen. CNN, die ganze Welt war informiert. Meine Tagesschau hat jeden Abend 13 Minuten Zeit, um über das Wichtigste aus aller Welt zu berichten. Die haben damals eine ganze Woche lang jeden Abend 2 Minuten lang darüber berichtet, dass sich ein Wichser in einem Kaff in den USA einen runterholen wollte. So was nennen die heute Journalismus? Ich habe noch gelernt, wenn einer wichst, da gucke ich weg. Die machen dann einen Brennpunkt raus. Und dann stimmt meine Programmierung für den Krimi wieder nicht. Terry Jones, ein klassischer Fall für die Geheimdienste wäre das gewesen, um sowas mal geheim zu halten. Der CIA hat schon so viele falsche Leute entführt, die etwas gut machen können. Ich hätte dem Mann noch nichts getan. Ich hätte Terry Jones eingepackt, samt Feuerzeug, Benzinkanister und Koran und hätte den Kabul auf dem Marktplatz wieder rausgelassen. Und da hätte ich gesagt, so Referent Dicke Lippe, hier ist Ihre Zielgruppe, der Herr sei mit Ihnen, top, die Wette gilt. Es gibt in jedem Dorf einen Trottel. Es gibt in jeder Familie einen Vollidiot, mit dem keiner was zu tun haben will. Und jeder von ihnen denkt im Augenblick an jemand ganz Bestimmtes. Das Ehepaar hier vorne diskutiert noch. Aber die will ich doch nicht in der Tagesschau sehen. Aber das ist das, was die Medien machen. Die spielen Spiele mit uns. Die benutzen Themen. Arabischer Frühling, ein wunderbares Beispiel. Er ist alle ganz begeistert. Arabischer Frühling, schaut es euch an. Die Araber haben begriffen, Demokratie ist die einzige wahre Lebensform. Sie werfen die Fesseln ab, diese wunderbaren Bilder. Sie jagen die Diktatoren ins Meer. Als die ersten hinterher sprangen, um zu uns rüber zu schwimmen, ließ die Begeisterung schon wieder nach. Ja, wir Deutschen sind die Ersten, die wissen, wie schön das ist, wenn Mauern fallen. Aber wir haben ja auch erlebt, wer da alles über die Trümmer geklettert kommt. Seitdem können wir die Hilfsverben auseinanderhalten. Die Menschen sollen reisen dürfen, nicht können. Die Begeisterung über den arabischen Frühling ließ sehr schnell nach. Die waren da alle befreit und sind gar nicht zum Christentum übergetreten. Das sind Moslems. Das ist noch die freundliche Unterstellung. Denn die Alternative ist, dass sie es weiß und den Satz trotzdem gesagt hat. Was sie dann ist, das darf ich auf der Bühne gar nicht offen aussprechen. Das müssen sie sich selbst zusammenbasteln. Es kommen die Worte Loch, Dumm und Arsch drin vor. Und sie müssen noch ein S reinfummeln. Da hätte ich gerne einen Untersuchungsausschuss zu, um zu wissen, ob die von der Leyen das gewusst hat oder nicht, meine Damen und Herren. Das wäre mal ein interessantes Thema. Die Riester-Rente ist die größte Volksverarschung, die jemals in diesem Land organisiert worden ist. Und zwar von Rot-Grün. Wir wollen das bitte nicht vergessen. Wer 2000 Euro brutto oder weniger verdient und Riester hat hinterher Grundsicherung, wenn nicht Riester hat auch Grundsicherung. Die Riester alle komplett für den Arsch. Und der Arsch hat auch einen Namen. Walter Riester. Einer der großen Arbeiterverräter, die die SPD hervorgebracht hat. Da gibt es eine ganze Menge von. Walter Riester, der schlecht verfugte Fliesenleger. Die Stiftung Warentest hat relativ schnell nach Einführung der Riester-Rente ausgerechnet, dass alles, was wir an Steuergeld in die Riester-Rente reinblasen, denn damit werden sie ja gelockt, ne, musst du machen, Riester-Rente, kriegst du ein paar hundert Euro Zuschuss im Jahr, musst du mitnehmen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wo der Staat das Geld hernimmt, was er Ihnen da dazu tut? Könnte das aus Ihren Steuergeldern stammen? Also genau wollen Sie das auch nicht wissen. Ne?
Der Deutsche kann das trennen. Der Deutsche kennt einen bösen Staat, dem immer alles abnimmt, und einen guten Staat, der ihm was dazu tut. Und diese beiden Staaten haben nichts miteinander zu tun, meine Damen und Herren. All die Milliarden, die wir jedes Jahr über die Steuergelder in die Riester-Rente reinblasen, kommen überhaupt nicht bei den Sparern an. Dieses Geld versickert komplett in den Taschen der Versicherungsvertreter in Form von Abschlussgebühren und Provisionen und in den Taschen der Versicherungskonzerne. Das ist offiziell durchgerechnet. Die Sendung Monitor hat da schon vor Jahren darüber berichtet. Der Walter Riester, der hat persönlich von der Riester-Rente profitiert. Der hat nämlich Vorträge gehalten über die Riester-Rente. Für ein paar hunderttausend Euro, noch zu seiner Zeit als Minister, ja, da hat man ja was zu tun, ne? Als Minister, wenn man keine Lust mehr hat auf Nasebohren, hält man Vorträge. Sie kennen doch den Kurs für gehobenes Gelaber von SPD-Schwachmaten. 10.000 Euro die Stunde, Steinbrück bei den Banken, Riester bei den Versicherungsgesellschaften. Ja, der hat Vorträge gehalten bei den Versicherungsgesellschaften über die Riester-Rente für 10.000 Euro die Stunde. Was glauben Sie denn, wovon die das bezahlt haben? Von ihren Riester-Rentenbeiträgen. Sie glauben immer noch, sie sparen fürs Alter. Davon machen die Bunga Bunga in Budapest. Riester-Rente ist voll Verarschung, auch für die Leute, die mehr verdienen. Das haben wir Versicherungsmarkt dazu geschickt, diese Informationen. Auch da gibt es anständige Menschen, die sagen, sowas verkaufe ich nicht. Wenn Sie das, was Sie in die Riester-Rente eingezahlt haben, wenn Sie das in 30 Jahren nur das Geld wiederhaben wollen, müssen Sie hinterher 85 Jahre alt werden, mindestens. Denn vererben können Sie die Riester-Rente nicht. Witwen Riester ist nicht. Sie werden 85 oder die anderen haben gewonnen. Haben Sie eine schöne Wette abgeschlossen. Wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, mit 3% Rendite wiederhaben wollen, müssen Sie schon 95 Jahre alt werden. Finde ich ambitioniert. Wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, mit Inflationsausgleich wiederhaben wollen, müssen Sie Hesters mit Nachnamen heißen. Das ist eine riesen Volksverarschung von Rot-Grün organisiert und von denen bis heute verteidigt. Die sind bis heute nicht bereit, sich von der Schweinerei zu distanzieren. Im Gegenteil, die rufen immer noch dazu auf, die Leute sollen privat, kapitalgedeckt Altersversorgung betreiben. Und selbst wenn der Mindestlohn jetzt kommen sollte, er wird nicht für alle kommen und auch nicht sofort. Aber gehen wir mal davon aus, 8,50 Euro die Stunde, da weiß schon keiner, wie soll man das bezahlen? Ne? Wissen Sie, was das umgekehrt heißt, 8,50 Euro die Stunde für jemanden, der dafür arbeiten geht? Wir reden von 1.000,50 Euro netto im Monat für einen Single. Das ist dann der Mindestlohn. Da weiß man gar nicht, wohin mit der Kohle. Ne? Und wenn einem dann noch jemand empfiehlt, davon noch eine kapitalgedeckte Altersversorgung abzuschließen, meine Damen und Herren, dann muss er für das Wort Arschloch eine Steigerung finden. Ich schlage offiziell Sozialdemokrat vor. Diese Volksverarschung, dass die Zeitungen dafür Werbung machen, das kann ich verstehen. Wer schaltet denn Anzeigen in der Zeitung? Banken und Versicherungsgesellschaften, also die von der ganzen Sache profitieren. Die Zeitungen, die sind doch Teil des Verarschungssystems, das ist doch nicht Teil der Aufklärung. Genau, sogar die öffentlich-rechtlichen Nachrichten verarschen uns inzwischen von morgens bis abends. Allein diese große Lüge jeden Monat, die Zahl der Arbeitslosen. 3 Millionen Arbeitslose, das haben sie uns so lange eingehämmert, das glauben doch alle. 3 Millionen Arbeitslose, ja wie super, wir kommen super durch die Krise in Europa. Und da kommt der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, den Namen können Sie auch mal merken. Einer der Stars der Grünen in Baden-Württemberg, Herr Boris Palmer. Und er sagt im Interview, wenn wir die Hartz-IV-Gesetze wieder zurücknehmen, dann haben wir wieder 5 Millionen Arbeitslose wie damals. Die haben wir im Augenblick auch, du Öko-Brüderle. Was ist denn mit den Grünen passiert? Wenn ich den Özdemir reden höre, dann mache ich die Augen zu und höre den Rösler. Die Grünen erzählen mir jetzt wirtschaftspolitisch denselben Schwachsinn, den die FDP mir 20 Jahre lang um die Ohren gehauen hat. Und ich habe begriffen, was die alten Leute meinten, wenn die sagten, das ist dasselbe in Grün. Drei Millionen Arbeitslose, ja, das ist die offizielle Zahl aus der Statistik. Da gibt es aber noch 1 Million Menschen, die arbeitslos ist. Also die ist nicht arbeitslos, die hat keine Stelle. Das ist eben der Unterschied.
die sind in Umschulungen, Fortbildungen. 1 Million Deutsche ist permanent in Umschulungen, Fortbildungen. Früher waren die in der Arbeitslosenstatistik mit drin. Jetzt sind die outgesourced. Wir haben 3 Millionen Arbeitslose und 1 Million ohne Arbeit. Wenn Sie über 58 sind und keine Stelle haben, sind Sie auch nicht in der Arbeitslosenstatistik. Dann sind Sie für das Amt noch nicht tot, Sie sind noch nicht in Rente, Sie sind im Schattenreich. Die Menschen, die arbeitslos gemeldet und erfasst sind und krankgeschrieben sind, werden in der Woche, in der sie krankgeschrieben sind, auch noch aus der Arbeitslosenstatistik rausgerechnet. Meine Damen und Herren, wir haben kein Geld, um Lehrer und Krankenschwester zu bezahlen. Wir bezahlen aber Menschen dafür, dass sie jede Woche noch die Kranken aus der Arbeitslosenstatistik rausrechnen. So, Herr Palmer, dann kommen wir jetzt noch zu den Aufstockern. Wollen Sie mir erzählen, dass jemand, der 4 Stunden Arbeit die Woche Arbeit hat? Das sind da Arbeitslose, die umetikettiert sind. Da geht es doch nur um die Kosmetik. 1,4 Millionen Aufstocker sind eigentlich auch arbeitslos. Da haben wir wieder die 5,5 Millionen Arbeitslose. Und dann kommen noch die Leiharbeiter, die dank Rot-Grün dauerhaft Leiharbeiter sind. 1 Million Menschen arbeiten zum Teil für die Hälfte von dem, was ihnen eigentlich zustehen würde, wenn sie fest angestellt wären. Und dann kommen die ganzen tollen neuen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, wo sie mal Werbung machen. Wir haben so viele neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen. Ja, ja, das stimmt. Es gibt 6 Millionen Deutsche, die haben eine volle Stellung, kommen nicht mal auf 10.000 Euro brutto im Jahr. Das sind die, die im Augenblick für 5, 6 Euro die Stunde arbeiten. 833 Euro brutto im Monat für eine volle Stelle. Da zahlen sie keine Steuern von, dafür ist zu wenig. Aber Sozialversicherungsbeiträge dürfen sie abdrücken. Das ist doch das Tolle, dass das sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze sind. Sie geben noch 20% ab von Ihren 833 Euro für Arbeitslosen, Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung. Ziehen Sie mal 20% von 833 ab. Wir reden von 13 Millionen Menschen, denen wir keine Stelle anbieten können, wo mehr als Hartz IV bei rumkommt. Deutschland geht es gut, das ist ein Grund zur Freude. 25% der erwerbsfähigen Bevölkerung können wir in diesem Land keine Arbeit mehr anbieten, von der man eine Perspektive entwickeln kann, geschweige denn sie eine Familie aufbauen können. Ich leite die erfolgreichste Bundesregierung seit der... Und keiner holt Mutti da raus und sagt, aufwachen, aufwachen. Was? Die hat doch kein politisches Projekt, für das sie steht. Nennen Sie mir ein einziges innerliches Thema, wo die Merkel mal gesagt hat, hier stehe ich und dafür kämpfe ich. Das gibt es nicht. Das nennt man pragmatisch heutzutage. Ja, flexibel. Das ist, die könnte jede Varieté als Kontorsionistin auftreten. Das sind diese Leute, die können sich so verbiegen, die können sich selbst am Arsch lecken. Das ist genial. Die war im Gesundheitswesen erst für die Kopfpauschale. Können Sie sich noch erinnern? Auf dem Leipziger Parteitag Kopfpauschale, alles durchgerechnet, das einzige sinnvolle System. Das Wort Kopfpauschale bei der Bevölkerung nicht zu vermitteln, da hat die Merkel nicht gesagt, jetzt hören Sie doch mal zu, das ist so und so, da haben wir uns was bei gedacht. Dann sagt die Merkel, lass mal das sein, dann machen wir was anderes. Ist okay, nee, das ist schon gut. Mir nach, ich folge euch. Das ist überhaupt nicht. Hauptschule. Hauptschule ist unverzichtbar, hat sie uns ewig erzählt, dann hat sie die Hauptschule auf dem vorletzten CDU-Parteitag auch abschaffen lassen. Wehrpflicht. Ohne Wehrpflicht gibt es keine Wehrgerechtigkeit. Die Wehrpflicht durfte der Gutenberg da mal kurz abschaffen. Mindestlohn. Können Sie sich an die Sprüche noch erinnern? Mindestlohn zerstört Arbeitsplätze? Wie viele Jahre? 15 Jahre? 20 Jahre? Hat in jeder Talkshow ein CDU-Mutant gesessen und gesagt, Mindestlohn zerstört Arbeitsplätze. Und jetzt machen Sie Mindestlohn. Ja, ist doch eh alles scheißegal. Geht nur darum, gewählt zu werden. Innerhalb dieses Wirtschaftssystems, solange er keine größeren Schäden für die Reichen anrichtet, da ist die Ideologie frei. Das beste Beispiel für Ihre Wackelhaftigkeit ist doch hier auch die Europapolitik. Die eiserne Lady, da gucken Sie, ob ich verstanden, was die gemacht hat. Als die Krise ausbrach in Griechenland, hat sie gesagt, die kriegen gar kein Geld. Können Sie sich daran erinnern? Wir dürfen überhaupt nicht zahlen, hat sie gesagt. Das steht in den Maastrichter Verträgen. Wir dürfen überhaupt nicht helfen, die kriegen keinen Pfennig. Die müssen alleine klarkommen, jeder für sich. Als es dann zu spät war, da hat sie die Nummer mit dem 10-Milliarden-Kredit abgezogen. Dann haben die europäischen Länder langsam begriffen, die Dimension der Krise ist so groß, es geht nur alles gemeinsam, wir brauchen diesen Rettungsschirm. Da hat sie gesagt, auf gar keinen Fall. Können Sie sich erinnern? Rettungsschirm kommt überhaupt nicht in Frage. Nur über meine Leiche. Als einige meinten, das lässt sich organisieren. Ja, dann machen wir einen Rettungsschirm, wenn ich bestimmen kann, welche Farbe er hat. Aber dann ist auch Schluss. Dann ist er doppelt so groß, ja, wenn wir schon dabei sind. Das ist, ja so. Das ist dir doch egal. Das beste Beispiel ist die Atomenergie. Ein halbes Jahr vor der Atomkatastrophe in Fukushima
hat Angela Merkel die Laufzeiten der Altatommeiler in Deutschland extra nochmal verlängert. Sie hat nach monatelangen Diskussionen gesagt, wir haben alles geprüft, wörtlich hat sie gesagt, wir haben die sichersten Kraftwerke auf der ganzen Welt, da kann überhaupt nichts passieren, die können wir länger laufen lassen. Ein halbes Jahr später kommt der Tsunami in Japan, da sagt sie diesen legendären Satz, man kann an einem solchen Tag nicht sagen, dass die Kernkraftwerke sicher sind. Sie sind sicher? Sie hätte auch sagen können, man kann an einem solchen Tag nicht sagen, was ich vor einem halben Jahr gesagt habe. Man kann es sagen. Sie hätte auch gleich... Dann hat sie ein Moratorium gemacht, können Sie sich erinnern? Ein Moratorium, ihr zweitgrößter Trick. Moratorium ist nix auf Latein. Aber da ist der Stacheldrahtbesitzer schwer beeindruckt. Ein Moratorium mit Duktus. Dann hat Merkel den Stresstest für die Kernkraftwerke abgewartet. Das waren die Wahlen in Baden-Württemberg. Ein paar Wochen nach Fukushima war Wahl in Baden-Württemberg. Hätten die Baden-Württemberger die CDU im Amt gelassen, wären die Kernkraftwerke am Tag danach wieder für sicher erklärt worden. Wette ich mit Ihnen. Die Untersuchungen lagen bestimmt in der Schublade. So hat die Merkel gemerkt, na, mit dem Thema kann man im Augenblick keine Wahlen gewinnen. Also macht sie wieder ihren berühmten Schwenk, ne, und hat die Atommeiler sofort alle stillgelegt. Die Altmeiler. Komplett. Von heute auf morgen. Ohne gesetzliche Grundlage. Das kennt ihr nur aus dem Politbüro. Da klagen die Betreiber jetzt erfolgreich gegen. Das wird uns noch Milliarden kosten, dass sie einfach so stillgelegt worden sind. Und dann hat die Merkel gesagt, wir machen eine Energiewende und hat zur Begründung nur einen einzigen Satz gesagt, ich habe über die Kernenergie nochmal völlig neu nachgedacht. Ein halbes Jahr, nachdem sie intensiv alles geprüft hatte und nachgedacht hatte, hat sie nochmal völlig neu nachgedacht. Die Frau hat Physik studiert, das ist Ihnen schon bekannt, ja? Die haben da auf der Uni auch nicht alles erzählt, oder? Jetzt mal unabhängig davon, ob Sie Kernenergie gut oder schlecht finden. Wie stellt sich der CDU wieder das eigentlich vor, wenn Dr. Angela Merkel nochmal völlig neu über Kernenergie nachdenkt? Holt ihr dann die alten Physikbücher aus dem Schrank und guckt nochmal Flugzeuge, Kraftwerke, Schwerkraft, Scheiße. Diese Frau hält doch die Kernkraftwerke nicht für unsicherer als ein halbes Jahr vor Fukushima. Die hat Angst vor der Kernschmelze in der Wahlurne. Das ist alles, was die interessiert. Die hat keine persönliche Überzeugung. Und wenn in zwei Jahren die Deutschen rummeckern, dass die Strompreise so hoch sind, dann wird sie sagen, ja, ich hätte dann noch ein paar Altmeiler. Ich könnte noch mal neu nachdenken. Die regiert uns mit Floskeln und redet uns nach dem Mund. Und innerlich legt sich, wenn es irgendwie geht, überhaupt nicht fest. Da kommen so Sätze wie, wir müssen dieser Frage eine gemeinsame Lösung finden, wir müssen dieser Frage Geschlossenheit zeigen. Sehr schön auch bei der Neujahrsansprache. Das wird ein schwieriger Weg, wir stehen vor großen Herausforderungen, das wird eine Herkulesaufgabe. Der letzte Wahlkampf bestand aus Plakaten, da stand drauf, Wachstum braucht Weitblick. Alles Variationen von sehr schön auch das Plakat, solide Finanzen sind wichtig, gute Schuhe auch. Machen Sie den Test, beim nächsten Merkel-Interview im Fernsehen drehen Sie einfach den Ton ab und er konzentriert sich nur auf das Gesicht der Kanzlerin. Irgendwann verschwimmt das vor Ihren Augen und wird zu dem Hund von Loriot aus dem einen Sketch. Ho, 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 ho. Es wird sich nichts mehr ändern, meine Damen und Herren. CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne und auch die AfD, das sind Einheitsparteien. Und wir mixen diese fünf Parteien, zumindest die AfD bis jetzt ja noch nicht, die mixen wir immer wieder neu in der Regierung. Seit 40 Jahren. Ich mache seit 31 Jahren Kabarett über dieselben Themen. Ich mache seit 31 Jahren Kabarett über Rente, über Gesundheit, über Staatsverschuldung, über Arbeitslosigkeit, über Steuergerechtigkeit, über Bildungsproblematik. Das sind so zentrale Themen in einer Gesellschaft. ADAC hat mich jetzt nie so wirklich interessiert.
Jetzt zeigen Sie mir einen einzigen Bereich, wo diese fünf Parteien, CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne in den letzten 30 Jahren für den Großteil der Bevölkerung irgendwas verbessert haben. So, mit der Rente anfangen? Nee, lieber nicht, da fangen wir an zu weinen. Bildungspolitik lassen wir auch weg, ne? Das ist auch, nee, nicht wirklich. Aber was ist mit dem Gesundheitswesen? Da haben wir eine Reform nach der anderen gehabt, ne? Gesundheitswesen, da Jahrhundertreformen haben sich da gestapelt. Wo ist es eigentlich besser geworden? Im Krankenhaus, in den Praxen, für die Ärzte, für die Patienten? Ist es fürs Personal besser geworden? Ist es im Pflegeheim besser geworden, im Altersheim? Wo ist es besser geworden? Helfen Sie doch mal, Sie wählen die doch immer wieder. Was ist mit den Arbeitslosenzahlen? Haben wir mehr oder weniger Arbeitslose als vor 30 Jahren durch die Politik von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen? Haben wir mehr oder weniger Staatsschulden als vor 30 Jahren durch die seriöse Haushaltspolitik von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen? Was mit der Steuergerechtigkeit? Wie oft haben die schon versprochen, das Steuersystem gerechter zu machen und transparenter? Ich kann es kaum noch erkennen. Helfen Sie mir, ich gebe Ihnen 6 Wochen Zeit für die Recherche. Und Sie dürfen auch den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages in Anspruch nehmen. Es kann sich nichts ändern, meine Damen und Herren. Die haben sich diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem verschworen. Wir sitzen in einem Zug und rasen auf einen Abgrund zu. Wie der Abgrund aussieht, das wissen wir, wenn wir ehrlich sind. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Das können Sie da besichtigen gehen. Da müssen Sie jetzt aber nicht nur in Manhattan rumlaufen oder in Disneyland, da müssen Sie mal in die Außenbezirke von New York fahren oder von Los Angeles. Sie kommen nicht zurück, aber da wissen Sie, was da los ist. Die USA ist eine komplett entsolidarisierte Gesellschaft. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Die Reichen haben sie in speziellen Viertel verschanzt mit Zugangscodes und Wachpersonal. Die haben ihre eigenen Unis, ihre eigenen Krankenhäuser, eigene Schulen, Kindergärten. Die Mittelschicht hat sich komplett aufgelöst in der letzten Krise. Die brauchen inzwischen 2 Jobs parallel, um leben zu können. Ab dem 3. 8-Stunden-Job brauchen sie auch keine eigene Wohnung mehr. Da sparen sie richtig Geld. Das Unterdrittel sitzt komplett im Dreck. Die sind entweder ganz obdachlos oder sitzen in Wohnvierteln drin, wo sich keine Polizei mehr reintraut. Die einzige sozialpolitische Maßnahme ist Wegsperren. In den USA sitzen pro 1000 Einwohner mehr Menschen im Knast als in jedem anderen Land der Welt, inklusive Nordkorea und China. Und obwohl so viele Menschen in den USA eingesperrt sind, ist übrigens ein Geschäftsmodell, private Gefängnisse, da kann man richtig Geld mehr verdienen. Obwohl so viele eingesperrt sind, ist die Haupttodesursache für junge Amerikaner Mord. Jedes Jahr werden über 30.000 Amerikaner auf offener Straße erschossen. Das sind über 80 am Tag. 80 Tote am Tag, das nennen die im Irak Bürgerkrieg. Das ist in den USA auch. Kapitalismus im Endstadium ist Bürgerkrieg. Nur, dass nicht die Armen gegen die Reichen kämpfen, sondern die Armen schießen sich gegenseitig über den Haufen mit den Waffen, die die Reichen ihnen noch verkauft haben. So wie wir das mit Afrika machen. Das ist Kapitalismus. Teile und herrsche. Dividende et impera. Prozent der amerikanischen Medien sind in der Hand von 5 reichen Familien. Die haben den Stacheldraht so perfekt durch die Köpfe der Menschen gezogen, die lehnen sogar Politiker ab, die ihnen eine Krankenversicherung besorgen wollen. Und auf diese